Herzlich willkommen hier heute aus dem Alster Filmstudio in Hamburg. Es ist Samstag, der 6. Mai, 15 Uhr und in irgendeinem anderen unbedeutenden Land auf dieser Welt ist ein König heute gekrönt worden. Das ist uns völlig egal, denn die wahre royale Show findet hier heute statt. Denn ich freue mich, einen ganz besonderen Gast hier zu haben. Zum ersten Mal ist er hier im Alster Filmstudio. Er hat uns die Ehre erwiesen, heute hier dieses Studio mit ganz viel königlichem Charme zu erfüllen, königlichem Glanz zu erfüllen. Ja, König Thomas, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr Kreimeier. Vielen Dank für die Einladung. Aber erstmal, wenn ich da bin, ist alles ernst und keine Show. Gut. Wir haben ja hier die königliche Show. Ne? Ja, ich dachte, das ist alles Entertainment. Auch das unterscheidet uns ja schon mal generell. Das, was ich mache, dient nicht der Unterhaltung. Sondern? Zum Erleben, sondern zum Miterfahren. Mhm, okay. Das ist die Idee, das war auch die Grundidee von Kanal Telemedial, dass ich einfach den Anspruch hatte, dass es gar keine Zuschauer mehr gibt, sondern Miterlebende, die gemeinsam mit mir gestalten. Und das ist mein Kernkonzept. Dann haben wir schon was gelernt heute und ich bin gespannt, was ich heute noch so lernen werde. Aber möchten Sie erstmal vielleicht ein königliches Glas Wasser trinken? Ja, sehr gerne. Denn Sie haben ja Ihren eigenen Tross mitgebracht. Das wäre ja viel zu wenig, hier sozusagen das einfach so hinzustellen. Das ist Ihr Butler. Ja, das ist Axel. Axel, Dankeschön. Dann freuen wir uns auf eine gemeinsame Zeit, ja. Also wir kennen uns ja schon über das Internet seit 15 Jahren. 15 Jahre matchen wir uns. Es gibt das legendäre Telefonat zwischen uns beiden, genau. Was sogar von Rezo vor kurzem kommentiert wurde. Nochmal, ja. Ja. Und jetzt ist es aber das erste Mal, dass wir uns persönlich kennenlernen. Ja, ich begrüße auch hier die TikTok-Community. Ihr seid dabei. Ich bin heute Gast in den Alster Studios bei Massengeschmack TV bei Herrn Kreimeier. Mhm. Und wenn ihr das Ganze im Querformat sehen wollt, dann müsst ihr auf YouTube gucken. Aber ihr dürft auch hier dabei sein. Auf Twitch sind wir auch. Und wir sind auch auf Twitch. Massengeschmack TV heißt das überall, genau. Decken wir jetzt gerade Twitch, YouTube und TikTok gleichzeitig ab. Und ich bin sehr stolz darauf, er hat mir sogar eine echte Deutschmark mitgebracht. Mhm. Ja. Er wollte gleich den ganzen 100er-Block. Ne? Ja, ich bin natürlich. Ja, was hat es denn nun auf sich mit dieser Deutschmark? Also ist das irgendwo ein Zahlungsmittel? Was habe ich denn davon, wenn ich die habe? Neues Denken. Also für niemanden ist es schwerer, die Deutschmark zu verstehen, wie für den Deutschen selbst. Wir kommen da in einen Bereich, wo wir ein drittes Element, nämlich die Emotion, die Emotionalwährung dazu nehmen. Und damit kommen wir in eine neue Dimension, wo Kunst wertgeschätzt werden kann über eine bestimmte Umrechenformel. Das ist ziemlich kompliziert. Ich glaube, da gehen wir heute nicht so tief rein. Also nee. Deutschmark ist von der Wissenschaft, was wir da aufgemacht haben für ein Fass, wenn man das auf die normale Schule umrechnet, so komplex wie Physik, Chemie und Mathematik. Das ist alles Deutschmark. Letztendlich, diese Denkstruktur kennen wir, Geld gegen Ware. Aber es gibt noch ein drittes Element, das ist die Emotion. Und die das Geld erfunden haben, haben das genau rausgenommen. An sich ist der Umgang mit dem Geld in einer Trinität funktionabel. Aber uns hat man im Geld nur beigebracht, dual umzugehen. Geld gegen Ware, Geld gegen Dienstleistung. Und da fehlt aber ein ganz wesentliches Element, nämlich der emotionale Anteil. Das hat sich aber erst später entwickelt, wo wir schon mit Kanal Telemedial 2007, 2008 aktiv waren. Die Deutschmark habe ich erstmal gleich als Antwort gemacht,
als Gedenkwährung, als die gute alte D-Mark, weil ich damals schon gesagt habe, die Währung ist das Mark einer Nation und auch die Identität spielt damit eine Rolle. Die Währung hat auch einen großen Einfluss auf unsere Identität. Und als Antwort auf den Euro ist mir halt aufgefallen, dass speziell in Europa bei der D-Mark die sofort weggedrängt wurde. Wenn ich dann in Spanien oder in Frankreich war, ist in den Speisekarten immer noch in den Restaurants die Peseten oder die France drin. Aber bei uns war der sofort weg, die D-Mark, und wurde das ausgetauscht. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen auf jeden Fall mal eine Gedenkwährung an die gute alte D-Mark, um an die Wurzeln, generell an die Mark, sogar noch zurück bis zur Reichsmark, damit wir diese Identitätswurzel haben und eben ist die Deutschmark erstmal eine identitätsbildende Maßnahme, damit wir auch jetzt die Inflation spüren. Und ich rechne, wer Deutschmark hat, der rechnet praktisch auch immer noch in Mark um, damit er weiß, das waren so und so viel Mark, damit man noch ein Gefühl hat, was für eine Hammerinflation wir haben. Ne? Und gerade Antiquitätenhändler oder Menschen, die eben mit Traditionsgütern arbeiten, die rechnen auch noch in D-Mark um. Also so ist die Deutschmark in erster Linie eine Gedenkwährung und in zweiter Linie dann eine Sammelwährung und in der dritten Linie geht es dann ins Arbeiten als Wissenschaft. Linke und rechte Gehirnhälfte synchronisieren für den Deutschen. Da geht es dann in tiefe wissenschaftliche Bereiche. Und bescheiden wie Sie sind, haben Sie auch sich selber auf den Scheinen geprangt hier? Ja, aber nur auf dem 500er. Ne? Ja, okay. Aber es ist ja geschmeichelt, das Bild, ne? Also ja, das hat ein Kreidemaler in Stuttgart in circa 10 Minuten von mir gemacht. Ah ja. Ich ging an der Königstraße spazieren und dann hat er mich angesprochen und sagte, ich mach. Und das ist dann von dem Kreidegemälde, der hat es kurz mit der Kreide gemacht und sage ich, das passt da rein. Ne? Ja, auf TikTok, genau, sind wir auch jetzt gerade live parallel, haben Sie schon gesagt, auf Ihrem Kanal. Das ist ja ein Knaller, also das sind da ja wirklich ein richtiger Burner, habe ich gewesen. Ich bin ja richtig neidisch auf die Abrufzahlen, die Sie da haben. Ja. Wie ist das zu erklären? Wer guckt denn bei Ihnen rein? Wer ist das? Jeder. Also jeder guckt den König, ne? Das ist ganz klar. Also natürlich habe ich die ganze Community gebunden, indem sie halt mir wohl oder noch nicht wohlgesonnen sind. Also es gibt ja auch diesen moderne Begriff Hater, aber der trifft bei mir gar nicht zu. Es gibt nur offensichtlich noch vorläufig noch nicht wohlgesonnene, ne? Oder wohlgesonnenen Fans und das ist eine normale Entwicklung. Wir sind eigentlich jetzt ja hier in der vierten Runde. Ne? Ja. Also die zwei Runden Fernsehen bei Kanal Telemedial, dann hatte ich nochmal, war ich sehr erfolgreich auf YouNow und jetzt eben auf TikTok. Also habe das auch in meinem Freundeskreis gesagt, spätestens ein Jahr, dann bin ich bei TikTok die Nummer eins und jetzt ist es so, ne? Deutschlandweit oder ja, auf jeden Fall. Und im deutschsprachigen TikTok auf jeden Fall. Sie erst haben ja auch Pläne, Nummer TikTok eins. Zu übernehmen, habe ich gehört. Bitte? Sie haben ja auch Pläne, TikTok zu übernehmen, habe ich gehört. Nein, ich bin kein Unternehmer, der andere übernimmt. Aber viele sagen, ich hätte TikTok gekapert. Ne? Ja, eben, genau. Und dass da so ein... Aber es war nicht meine Absicht. Es ist aus Versehen durch Freddy passiert. Durch Freddy? Mhm. Ach so, der ja, ich sagte dann halt, Freddy, keine Show und das fanden alle gut. Und ich hatte so einen stabilen, langsamen Wachstum. Es hat eigentlich angefangen mit 1 bis 300 Zuschauer gleichzeitig im Livestream. Und es ist dann immer schön stabil gewachsen. Und wo Freddy dazu kam, da war ich schon bei 3.000, 4.000 Zuschauer konstant im Livestream. Und als dann Freddy und Riton und so die anderen... Also Freddy war ja unbekannt, aber Riton war auch schon, er hat auch schon weltweiten Tanz eingeführt und dann ging es durch die Decke. Dann hatten wir
25.000 Schuhhauer gleichzeitig, ne? In der Spitze, ich glaube, bis 36.000 hatten wir mal Zuschauer gleichzeitig und 1,5 Millionen Videoaufrufe in einem Livestream. Das sind dann so echte Zuschauer, ungefähr 1,2 Millionen. Und dass da jetzt das chinesische Regime quasi dahinter steckt, hinter dieser ganzen App, ist Ihnen das egal, oder? Naja, da kommen wir natürlich, ich lebe ja in Asien, also habe ich meinen Erfolg in Deutschland ja aus Asien gemacht. Ja. Und habe da so das Chinesische gar nicht so gespürt, weil ich ja da ein Teil des asiatischen Programms bin, wenn ich dort lebe, ne? Aber ich habe natürlich die Schwierigkeiten, die TikTok in Amerika hat, mitgekriegt. Und ich sehe eventuell auch die Schwierigkeiten auf TikTok in Deutschland zukommen. Ja. Also diese Matches zum Teil, sie haben jetzt schon leicht nachgebessert, aber zum Teil wird eben Gewalt bei Matches in Kapital kanalisiert, indem bestimmte Ziele gesetzt werden, wo eben ein Dritter einen Preis zahlt. Und da habe ich schon damals 2009 gesagt, als das Attentat in Winnenden war, keine Kapitalisierung von Gewalttatsnachrichten. Also als ich hatte sozusagen die erste Mädchen, das erschossen wurde in Winnenden, ist die Tochter von einer Schulkameradin von mir gewesen. Und ich habe dann auch im Internet die Beiträge angeguckt und ich fand es dann komplett unethisch, dass ich, wenn ich das sehen wollte, dann zuerst eine Werbung von Dolce & Gabbana angucken musste. Und habe da eigentlich erkannt, dass wenn Menschen einen Schicksalsschlag haben oder generell, dass Gewalt nicht kapitalisiert werden darf. Also dass, wenn ich über eine Gewalttat eine Nachrichtenberichterstattung mache und da hat jemand Gewalt erfahren, dann darf in diesem Umfeld kein Geld damit verdient werden, weil ja sonst die Gewalt praktisch, dass immer was Heftigeres passieren muss, damit das Verwerbentreibenden attraktiv ist. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, schon damals keine Gewaltkapitalisierung. Und das sage ich natürlich auch in TikTok. Ich arbeite seit mehreren Wochen ein Konzept aus über eine freiwillige Selbstkontrolle, dass TikTok die Livestreamer sich selber eine Selbstregulierung machen, weil der Gesetzgeber viel zu langsam ist im Reagieren. Also wir sind dem Gesetzgeber, die dieses Hochtechnologie-Produkt anwenden, um 10 Jahre voraus. Und also somit können wir praktisch nur über eine ethische Selbstregulierung unseren Maßstab setzen, bevor das dem Gesetzgeber zu viel wird und der dann einfach sagt, wir schließen das ganze Ding, wie man es jetzt in Amerika und die Landesmedienanstalten, denen steht es hier auch schon mit TikTok und die Herleitung von TikTok mit den Ausschreitungen in den Kinos ist natürlich schon ein Thema, was die Landesmedienanstalten sehr bewegt. Und sollte ich eben die TikToker nicht begeistern können, in die freiwillige Selbstkontrolle zu gehen, wo wir uns Selbstanspruch erheben. Zufällig hatte ich die Sache gelernt vor 30 Jahren bei den 0190-Nummern. Da waren wir auch ganz vorne. Und da haben wir uns auch selber reguliert. Das war dann die freiwillige Selbstkontrolle Telefon-Mehrwertdienste. Und das werde ich adaptieren mit dem Wissen und werde das der TikTok-Community und TikTok anbieten. Und sollten die nicht mitmachen, dann erlasse ich das als Dekret im Namen meiner spirituellen Autorität, meiner königlichen Heiligkeit. Und dann mache ich es halt aus dem Absolutum heraus und dann aber noch mal zu Winnenden. Aber ich bin ja eher der Typ, wo immer sagt, ich will ja erst mal das Mitwirken haben und will nicht absolutistisch wirken müssen. Ja, klar. Aber noch mal kurz zu Winnenden zurück, weil Sie sagten, so die Kapitalisierung von Gewalt. Naja, dass man darüber berichten muss,
ist ja so. Ich meine, es soll nicht sensationsherrscherisch sein, das ist schon klar. Aber dass auch ein privater Sender, der von Werbung lebt zum Beispiel, auch einen Bericht bringen muss über dieses schreckliche Massaker da, das ist ja klar. Aber er darf diesen Teil nicht werbefinanzieren, auf keinen Fall. Man muss sich dann nur als Betroffener sehen, dann, wenn Sie selber praktisch ein Familienmitglied als Angehöriger sind, wenn ich dann dafür eine Werbung gucken muss, dass mein Schicksal noch öffentlich ist, das ist ethisch, moralisch nicht in Ordnung, geht gar nicht. Also natürlich, wer eine kriminelle Selbstverständlichkeit hat an der Stelle, für den ist es in Ordnung. Bei mir, für mein ethisches Bewusstsein, nicht möglich, geht gar nicht. Geht gar nicht. Ja, darf nicht sein. Das war ja generell, ich wollte kein werbefinanziertes Fernsehen, als ich BTV damals aus der Insolvenz gekauft habe und habe gesagt, wir machen uns wirtschaftlich unabhängig, nicht von Werbesponsoren, sondern wir verdienen unser Geld interaktiv und machen aus den Interaktiveinnahmen dann unser regionales Nachrichtenprogramm. Und dadurch waren wir natürlich auch nicht abhängig von der Werbeindustrie und dass die sagen, das gefällt uns oder das gefällt uns nicht. Ja. Ja, diese 090er-Nummern da damals, das ist ja das, was Ihnen eine Menge Geld eingebracht hat. Das ist ja, ja, sagt man so im Volksmund, aber... Sie sind doch Millionär geworden damit, oder nicht? Ja, also... Sind Sie immer noch Millionär? Jetzt stellen Sie so schnelle Kettenfragen. Welche soll ich denn jetzt antworten? Ich wollte es nochmal gemeinschaftlich zu einer Frage formulieren. Das ist eigentlich die Mühle, die auch gern der Herr Krömer geritten hat. Ob ich Millionär bin oder nicht, normalerweise bin ich nur Thomas, heute hier seine königliche Heiligkeit, Majestät Thomas, jemand über sein Vermögen zu definieren, das er hat oder nicht hat, geht meiner Meinung nach schon viel zu weit. Und dieses Feld... Ich werfe es Ihnen ja nicht vor, ich frage ja. Ja, nein, generell, das Spektrum war viel, viel größer und es war nur ein Teil. So wenn wir heute, Sie sagen, wir streamen auf Twitch und YouTube oder wir sind hier auf TikTok, weiß man, dass TikTok eine ganz andere App ist wie YouTube oder Twitch. Und so kann man dies auch nicht untereinander vergleichen. So gab es eben auch die ganzen Produkte, 0,85, 0,190 Nummern, 0,379,9. Und im Kerngeschäft sind wir eine Werbeagentur gewesen, die für die Produkte, die wir hatten, Werbungen geschaltet hat und Plattformbetreiber. Und welche Rufnummern wir dann über die Plattformen geroutet haben, war nach dem Produkt angepasst. Natürlich wurde es, natürlich gerade von der Stuttgarter Zeitung und so, natürlich alles in Richtung Telefon 6 gedrängt, weil man das so verstehen wollte. Aber dem ist eben nicht so. Man kann auch nicht YouTube mit YouPorn vergleichen. Das ist eine andere Plattform, aber... Wenn Sie eine Oma fragen, die noch nie den Unterschied von Apps kennt, ist das für die alles das Gleiche. Und so muss man das verstehen. Wir waren immer Chatline-Betreiber, wo Menschen sich kennengelernt haben. Private Frauen haben sich unter 0800 und Männer haben eine Mehrwert- oder eine Sharekost-Nummer genommen. Sharekost ist 0805 und Mehrwertnummern waren 190, später dann 0900-Nummern. Aber wir sind da Dienstleister gewesen, wie die Telekom auch. Die Telekom hat immer am meisten dran verdient. Ne? Ja, klar. Aber das ist ja heute überhaupt kein Thema mehr. Ne? Macht das noch jemand? Solche? Nö. Nee, gibt es ja gar nicht mehr, die 090-Nummern. Nee, heute nimmt man das Internet halt. Und ja, genau. Ja, genau. Heute ist es eigentlich so, dass jeder TikTok-Kanal mit 1000 Followern live gehen kann. Ja. Und dann über Geschenke Geld generieren kann. Also ist jeder TikTok-Kanal nichts anderes wie eine 090-Mehrwertdienste-Nummer. Im Gegenteil, das ist noch besser, denn TikTok macht noch gleich die Reichweite für dich. Die mussten wir damals selber bewerben. Mhm. Und wer sich bei TikTok durchsetzt mit einem guten Content, macht nicht nur Reichweite, sondern kann ein gutes Geld verdienen.
Und jeder TikToker ist nichts anderes wie ein 0190-Nummernbetreiber. Es ist zwar nicht so ins Erotische, weil das dort nicht gewünscht ist, aber es wird, man spricht auf TikTok einen Begriff, der nennt sich Fitna. Und Fitna ist eigentlich vielleicht so, wie man auf YouNow würde man dann eher Beef dazu sagen. Mhm. Also wo eben Streitgespräche oder angegriffen wird, auch beleidigt wird und eben Gewalt eben in Geld kapitalisiert wird. Und eben das finde ich schade im Moment. Also TikTok hat meiner Meinung nach generell einen Kardinalfehler gemacht, dass das letzte Jahr auf jeden Fall, wo ich auf TikTok war, wurde es so angeregt, dass der Verlierer in so einem Match, das über 5 Minuten geht, irgendeine Strafe erfüllen musste. Und dadurch war die Gewaltspirale nach unten gegeben, wo es immer heftiger gewesen wurde. Und es wäre besser gewesen, gleich die Menschen anzuhalten, für etwas Gutes zu belohnen. Und dann hätten sie eine positive Spirale gehabt. Und das war eigentlich letztendlich auch der Grund, warum in Amerika dann TikTok die Reißleine zieht, weil dann immer Abartigeres gemacht wird als Spieleergebnis bei diesem 5-Minuten-Match, damit es eben Coins, die in Geld gewandelt werden, gibt. Mhm. Das ist eben sehr kritisch. Mhm. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie wohnen in Asien sehr viel, in Thailand. Ne? Was ist dieses Paradise Valley? Was ist das genau? Also Paradise Valley ist ganz viel. Paradise Valley ist ein christbuddhistischer Wallfahrtsort. Ja. Das ist die Heimat für christbuddhistische Kinder. Paradise Valley ist ein Bananenbauernhof. Also da wohnen andere Menschen? Ja, ja. Es ist ein spirituelles Dorf, wo wir als Lebensgemeinschaft zum Teil auch arbeiten. Ja, wer ist denn arbeiten. Wir? Wo kommen die her? Thailänder. Ach so. Ja, nur Thailänder. Und die kommen da so tagsüber hin oder die übernächtigen? Nein. Auch. Also ich habe mehrere Teams oder so wie bei uns auch, gibt es ja bei uns auf Facebook diese ganzen Kartenlegergruppen und spirituelle Gruppen. Und so kommen eben auch Gruppen zu uns, die Workshops übers Wochenende machen, über Kristalle, Klangheilungen, solche Sachen. Und jetzt haben wir eine neue Zielgruppe, also die Bodhisattva-Universität. Und wir haben jetzt ein Institut gegründet in Paradise Valley, Beyond the Mind. Und dort können dann spirituelle Ausbildungen zum Doktor, zum Bachelor und zum Master gemacht werden, in Kooperation mit der Bodhisattva-Universität in Kalifornien und Florida. Und die Leute bezahlen da auch was dafür? Oder wie wird das? Im Moment ist es bei uns so, dass jeder das bezahlt, was er will. Wir haben keine festen Preise, jeder, wie er meint. Aha, okay. Hauptsache, es läuft und wir haben ein gutes Miteinander. Also Sie haben da auch Mitarbeiter, die da... Ja, ja. Also ich habe so 6 Gärtner und ein Management mit Familie. Aha. Ah ja, okay. Und sind selbst nur ab und zu mal dort und gucken nach dem Rechten oder machen da mit den Leuten irgendwas? Also ich war jetzt 10 Monate am Stück in Thailand. Oha, okay. Bin erst ganz frisch hier, sagen wir mal, direkt Bangkok-Hamburg gereist. Ja. Der erste Weg führt ihn zu uns. Ja, genau. Und man muss das so sehen, ich war fast mehr in Deutschland wie in Thailand bei dieser Menge an Streamingstunden, die ich gemacht habe. Also so 8 Stunden, manchmal auch 12 Stunden Livestream auf TikTok habe ich schon gern gemacht. Und mit der Präsenz, speziell so die letzten 3 Wochen, da war ich schon im Timebeat auf Deutschland. Ne? Mhm. Und man muss ja so sehen, ich bin ja in TikTok aus Thailand erfolgreich geworden und gar nicht aus Deutschland. Also die Präsenz hat einfach von Thailand aus super funktioniert. Ne? Das ist heutzutage der Vorteil. Ne? Man kann irgendwo auf der Welt sein. Ja.
Und das Internet ist ja fast überall auf der Welt besser als in Deutschland, ne? Muss man das ja stimmt, sagen. Also bei uns im Dschungel ist ein besseres Internet wie bei uns im Umfeld von Stuttgart. Ne? Ja, irre, ne? Und viel günstiger. Ja, viel, ja. Viel günstiger dazu, und viel, ja. Viel besser. Mhm. Das ist, woran liegt das? Was ist in Deutschland falsch gelaufen? Nix. Weil wir, nee, man muss das einfach so verstehen, wir hatten damals sehr viel Geld in ein gut funktioniertes Kabelnetz gelegt. Mhm. Und das hatten alle anderen Länder nicht. Und als dann die Funktelefonie kam, mussten die nur einmal ein Geld in die Hand nehmen. Und davor waren die aber Mittelalter und wir waren Hochtechnologie. Mhm. Und weil wir eben diese klassische Analogtelefonie so stark hatten, mit ISDN und Kabel, haben die Telefonbetreiber dort natürlich den Schwerpunkt investiert gehabt. Yeah. Ne? Man merkt ja, die konservativen Unternehmen gehen heute noch nicht mit dem Handy. Die wollen ihr Fax, ob das die Anwälte sind, ne? Gerade Steuerberater, die bleiben so lange wie möglich auf der konservativen Leitung. Ne? Mhm. Und die verweigern WhatsApp total, mit Recht, aber das ist eben so und eben gerade bei den Entwicklungsländern eben diese Masten aufzustellen und diese Fläche zu bestrahlen und nicht diese Kabel zu versorgen, war dann natürlich für die die Revolution und diese ganze Entwicklungsstufe, die wir in Deutschland und Europa durchgemacht haben, die haben die eigentlich komplett übersprungen. Wo wir damals in Hua Hin war es thailändische Königshaus und ich der Einzige, der ISDN in Hua Hin hatte, ne? Mhm. Für Videokonferenz über die zwei Leitungen. Die, weiß nicht, ob Sie das damals noch gekannt haben. Ja, ISDN kann ich noch. Ja, also ISDN waren ja praktisch zwei Leitungen, ja, ja, und da hat man dann sehr gut Videokonferenzen gemacht und so habe ich das damals schon genutzt, meine Firmen international miteinander zu verknüpfen. Mhm. Oder egal, wo ich bin, dass ich es war mir schon immer wichtig für meine persönliche Freiheit, dass meine Unternehmen immer funktionieren, egal wo ich bin. Weil wenn ich vom Standort abhängig bin, dann bin ich ja der Sklave meiner Idee. Und da muss ich immer wieder aufpassen. Das empfehle ich übrigens jedem. Ganz schnell wird man zum Sklave seiner eigenen Idee und ist dann seinem eigenen Gefängnis, seiner Idee gefangen. Und immer wieder mal auszubrechen und alle Grenzen zu sprengen, das kann ich nur jedem empfehlen. Immer wieder über sich hinauswachsen. Mhm. Wir Menschen sind einfach, ist Fluch und Segen, aber Gewohnheit und Selbstverständlichkeit macht uns anpassungsfähig, lieben wir, aber hält uns dann auch in der Trägheit und stoppt uns in der Entwicklung. Ja, ja. Ja, Sie haben ja auch mehrmals probiert, in verschiedenen Orten Bürgermeister zu werden. Nein, habe ich natürlich nie probiert. Wie, haben Sie nicht probiert? Ja, das wollte man natürlich so verstehen, ne? Aber Sie sind doch zur Wahl angetreten. Ja, aber nicht, weil ich Bürgermeister werden wollte. Sondern? Ja, ich habe Demokratie geübt und mal Kommunalwahlrecht studiert. Und die Demokratie macht es eben möglich, zu kandidieren, auch wenn man nicht gewinnen muss oder gewinnen will. Tatsächlich war die größte Angst, dass ich wo gewinne, weil das ist ein harter Job, schlecht bezahlt und viel Zeit. Ja. Man muss das wirklich so ein Bürgermeister mit Herzblut leben. Und ja, ich habe dann das Kommunalwahlrecht studiert und habe dann auch speziell erkannt, dass in Baden-Württemberg die Idee des Kommunalwahlrechts gar nicht gelebt wird. Wie man Man sagt auch, Baden-Württemberg kann alles außer wählen. Wir können Porsches und Mercedes bauen und wir haben Kärcher und Bosch, aber wir sind zu doof, um zu wählen. Also wir haben das beste Kommunalwahlrecht in Deutschland und wir nutzen es nicht. Wir können eine tolle Basisdemokratie aufbauen, aber keiner weiß mehr, wie es geht. Und da habe ich das dann gelernt. Also alle wählen immer nur die Obersten, ne? Weil das ja, die wählen nur auf den Stimmzettel. Und ja. Heute, ja, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber für mich ist das ein ganz abgekartetes Spiel. Und viele Oberbürgermeisterwahl Waiblingen, ne? 18% Wahlbeteiligung, kein Gegenkandidat.
Und von den 18%, über 50% noch Prüfwahl. Das bedeutet, der Bürgermeister wurde noch mit 6-7% der wahlberechtigten Stimmen ins Amt gewählt. Und in der ganzen Kommunikation, ob es in der Veröffentlichung des Amtsblattes ist oder im Staatsanzeiger oder in der Zeitung, steht dann, dass er die Wahl mit 96% gewonnen hat. Ja, weil ich noch ein paar aktiviert habe, die genau, was ihr in Hamburg nicht habt, das freie Feld auf dem Stimmzettel, jeder seinen eigenen Namen reinschreiben könnte. Wären die nämlich nicht gewesen, wäre es noch deutlicher gewesen, dann hätte er mit 100% aller Stimmen abgegebenen gewonnen. Und da bemisst man dann eben die Zahl immer nur auf die abgegebenen Stimmen und der eine Teil wird verschwiegen. Das war auch bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg und übrigens auch bei der letzten Bundestagswahl. Da muss man ganz schön graben und recherchieren, dass man erfährt, dass wir über 50% Wahlbeteiligung, über 50% Briefwahl hatten. Und das bedeutet, nach meiner Analyse, ich habe auch die Chat-GPT-Intelligenz gefragt, die sagt auch, dass dann die Wahl ungültig ist, weil so eine Bundestagswahl ist eine Stichtagswahl und wenn über 50% der abgegebenen Stimmen eben schon vorher abgegeben wurde, ist die Stichtagswahl gar nicht mehr gegeben, weil das Ergebnis schon vor der Stichtag feststeht. Und somit sind die demokratischen Grundlagen, dass alle am selben Tag wählen, nicht mehr gegeben gewesen. Denn die Idee der Briefwahl war ja die, dass dem, dem es ausnahmsweise am Wahltag nicht möglich ist, auch zu wählen. Das war die Grundidee, warum man Briefwahl überhaupt ins Leben gerufen hat. Und das hat man dann immer mehr verwässert und gesagt, ja, am Anfang hat man noch gesagt, mit ärztlichem Attest. Dann hat man das auf, ja, also wer auch im Urlaub ist, man ist da immer toleranter geworden. Und Briefwahl ist halt extrem latent und über Briefwahl kann ganz leicht manipuliert werden und die begehrtesten Stimmen über Briefwahl, die findet man dann halt in den Altenheimen, ne? Und bei den Jugendlichen ab 16, wo die Eltern noch den Finger drauf haben und da geht es eigentlich nur um Abhängigkeitswählerstimmen. Also diese, gerade in der Wahl Waiblingen, wo noch 18%, das sind alles Abhängigkeitswähler, die verbunden sind mit der Gemeinde, mit der Stadt, die Aufträge dahinter haben, die über die Parteien verknüpft sind. Und die Restbevölkerung wird von der Uni weggeekelt. Ne? Und dann herrscht er mit 6%, ist er dann der Bestimmer über diese Gemeinde. Ne? Ja, aber es ist ja schon irre, dass in 82% sich für die Wahl nicht interessiert haben. Und man muss noch wissen, die Wahl in Waiblingen hatte noch das ganz Spezielle, die war in der Corona-Zeit. Wie viele Einwohner hat Waiblingen, ganz kurz gefragt? So 30.000, 40.000 okay. Wahlberechtigte, schon ober. Eine der reichsten Städte Deutschlands, also richtig mit Plus. Ne? Mhm. Und kein Gegenkandidat, nur einer. Und ich habe dann als freier Kandidat, bin 2 Wochen vorher rein, nur um eine Wahlanfechtung schreiben zu können. Die hat gesessen, die waren fast 100 Seiten und die mussten da auch lange drüber brüten. Und ich habe sie leider nicht gewonnen. Also meiner Meinung nach ist dort auch das Gericht sehr politisch. Mhm. Und mit einem gesunden Menschenverstand hätte man die Wahl eindeutig ungültig erklären müssen. War es auch, aber es sind nicht die Rechte, die ich geltend machen kann, weil ich bei einer Wahlanfechtung nur die Rechte als Kandidat, aber nicht die Rechte des Wählers geltend machen darf. Sehr kompliziert ausgelegt, aber die wurden dann halt einfach von der Urne weggeekelt und das ist so gewollt gewesen, weil gerade in Baden-Württemberg ist es so, es ist eine Hybridwahl. Und wenn dann eben ein Einzelkandidat ist, wird aus dem Wahlrecht eine Wahlpflicht. Und wer dann seine Stimme nicht abgibt, sagt automatisch Ja zu diesem Einzelkandidaten. Und deswegen hat man das so geführt. Und
jetzt kommt das Wesentliche. Man hat dann noch, es gab noch diese Montagsspaziergänge und die sind noch genau auf denselben Abend gefallen, wo die Kandidatenvorstellung war. Und dort hat die Stadt Waiblingen noch zusätzlich eine Allgemeinverfügung erlassen, dass das Demonstrieren über einen Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen verboten ist. Aber wenn die Stadt schon so eine Macht hat, eine Allgemeinverfügung auszusprechen, hätten sie sagen müssen, wir setzen die Corona-Verfügungen außer Kraft, damit es keine Zweiklassengesellschaft geht. Denn wer nicht geimpft war und es gab die 3G-Regel, konnte zur Meinungsbildung gar nicht mehr in Lokal oder irgendwo hin. Der war von der Gesellschaft ausgeschlossen. Und somit waren demokratische Wahlen gar nicht möglich in einer Zweiklassengesellschaft, wenn nur noch die Geimpften sich in den Lokalen absprechen konnten, welche Partei oder welchen Bürgermeister wählen wir. Und die Nicht-Geimpften, die waren ausgeschlossen, weil die durften nicht in die Lokale rein bei einer 3G-Regel. Ja. So, also war es gar nicht mehr möglich. Wir hatten eine Zwei-Klassengesellschaft und die Gemeinde hätte dann sagen müssen, meiner Rechtsauffassung nach, ganz klar, um eine demokratische Wahl abzuhalten, müssen die Corona-Regeln außer Kraft gesetzt werden. Denn man kann nicht in freiheitseingeschränkten Räumen einer Zweiklassengesellschaft eine demokratische Wahl abhalten unter diktatorischer Voraussetzung in einem Kriegszustand, weil das andere Wort für Lockdown ist Ausgangssperre. Das hat man im Krieg. Ne? So. Und da ist Diktatur und Krieg gespielt worden. Und niemand hat es bemerkt, außer der König. Alle sind gescheiter wie ich und belächeln mich, aber ich sage, ich habe es richtig verstanden und viele glauben noch, was sie wollen. Und mir wäre recht, wenn es den Menschen mal früher wie Schuppen von den Augen fällt, dass sie erkennen, dass sie einfach nur entmündigt und enteignet sind und sie ihre Rechtsmittel nicht genutzt haben. Und ich habe das stellvertretend gemacht als Entwicklungshilfe aus dem Blickwinkel des Vereinten Heiligen Deutschen Königreichs, dass die BRD wenigstens ihre eigene vorgegebene Ordnung einhält. Das haben sie aber die letzten 3 Jahre in der Corona-Zeit nicht gemacht. Aus meinem Blickwinkel sind die Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg, die Landtagswahl und die Bundestagswahl absolut illegal und ungültig. Die sind alle zu Unrecht im Amt, weil es war unter der Corona-Maßnahme keine Grundlage für eine demokratische Wahl möglich. Alles, was eine demokratische Wahl ausmacht, war ausgehebelt. Der freie Raum der Wahl, alleine dadurch, dass über 50% der abgegebenen Stimmen Briefwahl wurde aus der Ausnahme die Regel gemacht. Das geht nicht. Damit ist es keine Stichtagswahl mehr. Ja. So, ja, pff. Dann müssen Sie erst mal verdauen. Ja. Müssen Sie erst mal verdauen. Ja, ich denke gerade drüber nach. Die haben das dann einfach in Hochgeschwindigkeit durch. Man dann sagt, die Ampelregierung hat das vor, die Ampelregierung. Aber die Ampelregierung, das ist nur eine Phrase. Ein Kind weiß nicht, was eine Ampelregierung ist. Woher kommt der Begriff Ampel? Und so glauben wir diese Phrasenbegriffe. Aber es sind nur Phrasenbegriffe. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nur Fiktion. Was jetzt das Wort Ampel? Ampel, Ampelregierung. Alle Begriffe, die uns suggeriert werden, auch rechtsradikal, Verschwörungstheoretiker, Querdenker, das sind alles Phrasenbegriffe, die mit Lügen getränkt wurden, wo dem Bürger beigebracht wurde, wie man dieses Wort versteht. Es wurde rein suggeriert und somit ist es eine komplette Phrase. Es ist alles nur eine Lüge. Also es gibt keine Ampelregierung, das ist nur eine Phrase, da steht nichts dahinter. Hinter der Ampel stehen die 3 Farben, da steht noch nichts dahinter. Na, wer hat die Fernbedienung von der Ampel in der Hand? Das waren die Schwarzen. Ne? Die CDU hat die Fernbedienung und schaltet den Knopf, ob gerade rot, gelb oder grün aufleuchtet. Ja? Inwiefern? Wieso die CDU? Ja, wir haben hier eine Ampelregierung. Ja, ja. Und wenn der Strom ausfällt, ist wieder rechts vor links. So, nee, und rechts sind die CDU. Und die hat halt gesagt, okay, die haben jetzt mit der Merkel haben die 16 Jahre regiert
und jetzt kommt eine große Transformation, dann lassen wir doch mal die kleinen Parteien die Drecksarbeit machen. Wir konsolidieren uns seither, ziehen uns zurück und lassen die Drecksarbeit machen. So war es doch auch nach dem Kohl. Dann kam der Schröder mal ein bisschen, dann hat man einen Misstrauensantrag gestellt. Da ist schon nicht mal 4 Jahre durchgekommen, der Schröder. So, und 7 hat er regiert, 7 Jahre. Dann ist er in der zweiten, ist er dann rausgeflogen. Und so wird es jetzt auch sein. Ne? Naja, aber gut, man lässt jetzt die Grünen und die Roten die harte Transformation machen. Und dann wird die CDU als goldener Ritter wieder kommen und sagen, ja, die haben das ja komplett kaputt. Jetzt müssen wir das wieder richtig. Ja, aber ich glaube, Herr Laschet hat die Wahl lieber gewonnen 2021. Das klingt ja so, als wenn das Absicht gewesen wäre von der CDU. Ja, also ich denke, das war so fällig. Also ich hätte es auch so gemacht. Okay. Naja, also das ist ja eh nur für mich, was da jetzt passiert ist, nach meinem logischen Menschenverstand ist für mich ganz klar, dass von ganz links bis ganz rechts im Bundestag der Parlamentarismus komplett gescheitert ist. Denn wenn ich als ganz normaler Bürger mit meinem gesunden Menschenverstand erkenne, dass hier die Wahlen ungültig sind, warum hat nicht die PDS mit ihren Anwälten oder die AfD eine fette Wahlanfechtung und Wahl? Ja, warum? Weil sie auch nur ihre Tantiemen und die sind reingewählt worden und für die reingewählt worden sind, sind sie froh und die machen nur ein Theater. Für mich ist das ganze Ding nicht mehr glaubwürdig, das funktioniert nicht mehr. Die sind nicht mehr der Bürgerschaft, die sind nicht mehr der Gesellschaft, die sind nicht mehr Deutschland, die sind allem verpflichtet, aber nichts, was mit den Einwohnern und mit unserem Land zu tun hat. Das sind andere Interessen. Früher waren die Lobbyisten wenigstens noch aus der eigenen Industrie. Heute sitzen die direkt auf dem Stuhl und vertreten ausländische Interessen. Das ist doch, was passiert ist. Es vertritt niemand mehr. Aber das soll wohl so sein und da sehe ich ganz Europa ausverkauft. Gut, also dass jetzt während der Pandemie da natürlich ein Ausnahmezustand herrschte und möglicherweise die Meinungsbildung eingeschränkt war im Vorwege, das kann ich ja noch verstehen. Und das mit der Briefwahl, ja, sicherlich. Also die Briefwahl sollte eigentlich mehr die Ausnahme sein. Für viele ist es mittlerweile aber zur Regel geworden. Aber das ist ja die freie Entscheidung. Ich kann ja am Wahlsonntag stattdessen auch ins Wahllokal gehen. Warum? Es ist Folgendes passiert. Corona hat bei Machtmenschen eine unwiderstehliche Droge energetisch ausgelöst, wo sie auch viel zu weit gegangen sind im Massenmissbrauch, so wie es auch dann bei der CDU aufgeflogen ist mit den ganzen Massenskandalen. Ja. Also Corona war die größte Droge seit Menschheit, speziell in Deutschland, für Machtmissbrauchsmenschen, weil man alles auf Corona geschoben hat und alles rausgenutzt hat. Und jetzt haben sich ja die Ereignisse überschlagen, dass die Sachen, die man als Verschwörungstheorie bezeichnet hat, jetzt doch so ist. Ne? Also der Begriff Impfen ist für mich eine Phrase, weil alleine, wenn ich von der Impfung spreche, ist es doch so, dass ich dann davon ausgehe, also dass wenn ich mich gegen Pocken oder sonst was, dass ich dann eine Resistenz habe mit Erfolg, die getestet ist. Aber ein besserer Verlauf ist doch keine Impfung mehr, das ist doch dann eine Medikamentierung. So, und damit ist das Wort Impfen schon für mich eine Phrase, weil es ist eine Medikamentierung gewesen. Sind also Sie mal wenigstens aus medizinischer Sicht. Sind Sie geimpft? Sie? Ja, dreimal. Wie oft? Dreimal? Ja. Hart, kann ich Sie, muss ich Sie halt noch segnen. Also sind Sie stolz drauf, dass Sie sich impfen lassen haben? Oder nein, ich haben bin sich, da also das, ich bin völlig leidenschaftslos dabei gewesen. Ich habe mich einfach impfen lassen, weil das von Medizinern, von denen ich sage, dass sie wissen, wovon sie reden, auch empfohlen wurde. Mhm. Und ich bin ja kein Mediziner. Ich stelle mich da nicht drüber und sage, ich weiß es besser als andere. Sondern mir wurde gesagt, lass dich impfen, das ist vernünftig. Und da habe ich es gemacht. Und das war auch moderner, das gilt ja auch als, glaube ich, als der beste Impfstoff immerhin. Fühlen Sie sich jetzt so richtig als Elitebürger? Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Und Sie moderner hatten? Nein, überhaupt nicht. Ne? Nein. Aber ich fand es auch nicht schlimm, ich habe damit kein Problem gehabt. Und ich habe auch keine massiven Nebenwirkungen oder was gehabt. Ein bisschen?
Es gab nach der zweiten Impfung mal so einen Tag, wo man sich so ein bisschen schlapp fühlte. Was aber ja auch nicht ungewöhnlich ist. Und bei der dritten? Gar nichts. Gar nichts. Die war völlig normal. Also da war nichts. Ja. Also, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ja, ich werde sie Ihnen beantworten, aber ich möchte noch aus dramaturgischen Gründen das noch ein bisschen zurückhalten, damit wir einen Spannungsbogen haben. Ja, ja. Aber ich werde sie beantworten. Ich möchte jetzt mal in ein ganz tiefes Thema gehen, jetzt mal eine Reise tiefer auf dieser Basis. Ja. Für mich hängt das nämlich mit dem freien Willen zusammen. Ja. Und Sie als Redakteur, Journalist, Reporter, Journalist, ja. Medienmann, ist für mich es ein ethischer Anspruch, den Prozess, den man Denken nennt, zu Ende zu führen. Also fertig zu denken, um Wissen zu erlangen und auf Basis von Wissen zu entscheiden. Sind wir uns einig? Richtig, ja. So, wenn wir recherchieren, das ist unser Weg. Auf Basis von Wissen zu entscheiden. Und ich darf bei diesem Fertigdenken nicht irritiert oder beeinflusst werden. Sonst bin ich dabei gestört. Und das ist für mich schon die Verletzung meiner Würde. Also jemanden anderen Menschen in Würde zu behandeln, darf ich ihn nicht bei seiner Meinungsbildung, was für ihn gut ist, indem er weiß, exoterisch, das Wissen, will ich dieses Zeug, und esoterisch, mit meinem Gewissen, kann ich so antworten. Denn der eine ist zum Beispiel auf Nebenwirkungen, eventuell springt der stärker an und anderer, der springt nicht so stark auf Nebenwirkungen an. Und das kommt dann eher so aus der Stimme, aus einem selber heraus. Ich weiß nicht warum, aber ich will es nicht. Und diese Abwägung, eben diese Entscheidung, wie Sie haben auf Kollegen oder Ärzte, die Sie kannten, vertraut, man hat Ihnen das empfohlen, haben Sie nicht auf Basis von selber Fertigdenken entschieden, sondern auf gut meinen, gut glauben oder besser wissen oder auf andere hörig. Und hier, ich hole mir eine Expertenmeinung ein. Wenn ich selbst nicht auf dem Gebiet fachkundig bin, das ist doch vernünftig. Ja, es ist auf jeden Fall ein Weg zur Meinungsbildung. Aber man muss ja auch wissen, so wie Sie als Medienmann, Politiker sind nicht geboren, um die Wahrheit zu sprechen. Ja, Politiker, auf die allein würde ich auch nicht hören. Und alleine, wenn Politik und ein Jens Spahn das ganze Ding nicht mehr Schutzimpfung nennt, sondern Impfkampagne, dann wissen wir, das ist ein Marketingbegriff. Und hier wurde ein Marketing, ein Global Marketing durchgezogen. Dann hätten doch bei Ihnen als Medienmann auch die Alarmglocke läuten müssen, sagen, hallo, hier läuft doch Marketing. Hier geht es doch gar nicht um Gesundheit. Haben Sie das nie? Doch, doch. Doch schon, ne? Ja, das, so weit würde ich auch mitgehen, ja. Und dann haben Sie dann nicht dann abgewogen, hey, das riecht ein bisschen nach Marketing. Naja, also mit der Kampagne, spätestens als es dann plötzlich umschwenkte in die Richtung, dass es sogar eine Impfpflicht geben soll. Mhm. Und das ja auch kampagnenartig sozusagen kommuniziert wurde. Sogar von Politikern, die noch ein Jahr vorher versprochen haben, dass es auf keinen Fall kommt. Und plötzlich Leute dann sagen, ich habe das doch immer schon gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin. Mhm. Da wurde es dann wirklich absurd. Da würde ich also Ihnen total zustimmen. Und deswegen bin ich auch gegen eine Impfpflicht gewesen, weil da ist natürlich wirklich der freie Wille ja extrem das eingeschränkt. Schon auch mit der Maskenpflicht. Und also mit dem Sauerstoff rückatmen. Im Bereich Hygiene schadet es natürlich nichts. Ne? Ja. Aber im Bereich Wahrheit, die Relation, was macht es mit meinem Gehirn, wenn ich permanent Sauerstoff rückatme? Also, wie gesagt, ich habe mit Damen geredet. Bei uns gibt es so eine Drive-In-Bäckerei. Da kannst du wie bei McDonald's ranfahren, die unter der Maske. Mhm. Und sagen, ja, wenn du den ganzen Tag unter der Maske bist, da schränkt sich auch das Denken ein. Aber wo ich es viel, viel gefährlicher empfunden habe, ist es,
bei den Kindern, die dann in der Schule im Unterricht die Masken aufgesetzt haben müssen. Denn dort ist ja das Gehirn noch im Wachstum. Mhm. Und da ist wissenschaftlich bewiesen, dass dann, wenn dort auch der Sauerstoff zurückgeatmet wird, das Gehirn in dieser Altersentwicklung stehen bleibt. Ja. Und dann eventuell gar nicht mehr weiter wächst oder eine Zeit lang stehen bleibt und dann wieder weiter wächst, aber dann eine Lücke entsteht. Und mir ist eben eine neue Generation an Jugendlichen hier auf TikTok aufgefallen, die technisch sehr schnell sind und sich auch schon unter 18 diese Live-Zugangsmöglichkeit auf TikTok erstellen und dann bei mir anfragen oder die haben dann meine Telefonnummer. Die achten nichts mehr, die respektieren nichts mehr, die haben keine Grenzen mehr, die gehen einfach nur durch und leben ihre Gefühle voll radikal durch. Ne? Und ich bin mir sicher, nach dieser Studie, deswegen zum Beispiel in Paradise Valley, ist das nicht erlaubt. Die Eltern dürfen ihre Kinder mit zur Arbeit nehmen. Also im Garten können die Kinder mit, aber ich erlaube nicht, dass die Kinder ruhig gestellt werden, indem man denen ein Telefon gibt und die können da reingucken. Weil ich weiß, in dem Moment, wenn sie den Kindern das Leben über das Smartphone überlassen, werden die Kinder später aufs Smartphone hören und nicht mehr auf ihre Eltern. Und wir kriegen eine Generation, wo die Kinder nicht mehr auf ihre Eltern hören, auch nicht mehr auf ihre Lehrer. Und die Prägung wird über Smartphone passieren. Zombies, sagt man doch, ne? Ja, kenne ich nicht den Begriff. Aber die erste Smartphone Prägung... Smartphone und Zombie sozusagen zusammengebracht. Ja, genau, passt. Und zum Beispiel die letzten Mal so... wie wir das so aus dem TikTok-Bereich sehen. Mhm. Wir sehen praktisch Mainstream, RTL und Tageszeitung und die Öffentlich-Rechtlichen als ein Krematorium von lebendigen Toten, die dann noch gepflegt werden. So sehen wir das aus TikTok raus. Aus dem Blickwinkel. Aus TikTok wissen wir, wir sind der Mainstream. Und wir prägen. Und so wie wir prägen, sind wir auch verantwortlich. Und das ist eben gerade, da gibt es auch jetzt in TikTok eben zwei Lager. Ein bisschen das gewaltkapitalisierende Lager und das friedfertige Lager. Aber die Tatsache ist, die Jugend interessiert überhaupt nicht, was in der Zeitung steht. Die Jugend hat keinen Einfluss, die Zeitung. Die hat noch die, wo sie schon die letzten 30, 40, 50 Jahre die für die Zeitung bezahlen, glauben auch, was da drin steht, die so gerne GZ-Gebühren zahlen, weil sie GZ-Gebühren zahlen, glauben sie dann auch, weil sie ja das bezahlen, was sie dort dann in den Nachrichten erfahren. Und weil man eben schon dafür bezahlt hat, guck, auch wenn du dir irgendein Magazin holst, dann sagst du schon durch das, dass du das abonnierst, ja. Oder selbst jemand, der Kreimeier toll findet und sie auf YouTube abonniert, er sagt ja zu dem Stil. Da geht es nicht um Geld. Wissen wir doch. Er sagt ja zu dem, was sie tun. Das ist doch viel wesentlicher. Ich habe jemanden, der ja sagt, das ist ein Zeichen. Der zu Fernsehkritik ja sagt, der zu Massengeschmack ja sagt, der zum betreutem Gucken ja sagt. Ne? Mhm. Das ist wesentlich. Ja. Für mich auch. Ein Abonnent, ist, der sagt ja zum Vereinten Heiligen Deutschen Königreich, der sagt ja, da geht es nicht um Geld. Für uns geht es vielleicht ums Geld, als Macher. Ja. Weil wir müssen das Ganze ja finanzieren irgendwie, dass wir das jeden Tag tun können. Das ist das Problem dabei. Ja, weil sie halt als Medium noch wirtschaftsimperialistisch denkkonditioniert sind. Für mich ist ja das alles Luxus. Ne? Sind Sie finanziell unabhängig, dass Sie auf solche Dinge nicht achten müssen? Ja, immer schon. Ja, da beneide ich Sie sehr. Das ist aber eine Grundhaltung. Ich war... als Gastronom schon finanziell unabhängig. Man ist in dem Moment finanziell unabhängig. Was haben Sie als Gastronom gemacht? Entschuldigung, den Teil kenne ich gar nicht. Ich hatte Kneipen. Ach so, wusste ich gar nicht. Eine Wärmerkneipe gehabt. Ah. Flaschbiertreff. Und ja, ich habe mich Ende 23 selbstständig gemacht. Ja, ja und... als Sie 23 waren? Ja, Ende 23. Ach so, ja, okay. Ja, ja.
Ja. Jetzt sind wir aber abgekommen. Ja, das wollte ich nur gerade noch zur Einordnung wissen. Ja. Ja, gut. Bringst also, du mich wieder auf die Spur? Naja, also wie gesagt, es geht natürlich auch um bei uns als Macher um wirtschaftliche Abhängigkeit. Das ist halt so. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Ah ja, genau. Und dennoch habe ich ja bei den Masken... Kommen wir zu dem Wesentlichen. Ja. Könnt ihr alle davon lernen, auch du. Wenn man sich nicht mehr, wenn man sich nicht mehr vom Leben nimmt, wie man hat, also eins meiner Hauptrezepte zum Erfolg, kein Geld von der Bank. Gib nur das Geld, was du hast, ja, und setz davon einen Teil ein. Da muss man auch mal ein bisschen riskieren. Mal gewinnt man oder mal verliert man. Aber gib nie mehr, hab keine Wünsche mehr, wie du nicht hast. In dem Moment, wenn dein Anspruch niedriger ist wie dein Vermögen, bist du finanziell frei. Ja, also finanziell unabhängig. Nur wenn du einen höheren Anspruch hast. Na, also natürlich, wenn ich jetzt mir ein paar Learjets, einen Hubschrauber und eine Yacht leisten müsste, könnte mir auch passieren, dass das so viel kostet, dass ich nicht mehr finanziell unabhängig bin. Aber für das, wie meine Lebenskosten sind, kann ich mir alles leisten, ja, was ich brauche, und kann das mit meinem Vermögen tun, was richtig ist. Mhm. Wobei ich nicht mehr das mache, was ich will, sondern das, was richtig ist. Gut, das mit dem Bankkredit, klar. Ich habe, als wir das hier damals eröffnet haben, vor 10 Jahren, habe ich dafür mir auch einen Kredit nehmen müssen. Und ich habe es mehrmals verflucht, dass ich es gemacht habe. Glaube ich Ihnen. Aber weil es zunächst halt nicht gut gelaufen ist. Wir haben zum Glück die Kurve bekommen. Der Kredit ist abbezahlt. Insofern ist da auch alles geregelt. Aber das stimmt natürlich. Es ist ein hohes Risiko. Und wenn man Sie arbeiten für die Bank. Ja, ja, klar. Und damit sind Sie in einem Programm und nicht mehr für sich. Ich hatte mal einen jungen Mitarbeiter. Aber ich hätte das Geld nicht gehabt, um das hier zu machen. Hätte ich es halt nicht machen können. Also ich hätte nicht einen so hohen Betrag aufbringen können. Da hätte ich lange sparen müssen. Ja. Ja. Deswegen haben sie sich da rein versklavt. Und alleine unter diesem finanziellen Druck ist die Messlatte zum Erfolg von Gewinn und Verlust auch verzerrt. Sie sind damit automatisch auch ein bisschen befangen und nicht so souverän frei, weil sie noch einen Leistungsdruck dahinter haben. Und ich wusste das selber auch, wo ich einen Erfolg hatte, habe ich die Schwelle auch erkannt. Wenn es dann auf einmal um Geld geht, wo ist dann dieser ethische Anspruch noch? Umso höher der Betrag wird, umso niedriger wird dann der ethische Anspruch. Und dann, ja, da kann man Abstriche machen, da muss man Abstriche machen und so. Und diesen Weg bin ich gegangen, und das ist ein ganz interessanter Weg. Und ich freue mich auch für Sie, dass Sie jetzt auch sagen, es ist abbezahlt und jetzt sitzt man mal ganz souverän da, nach 15 Jahren. Ne? Ja, richtig, ja. Genau. Ja, weil Sie gerade von Ethik sprechen, das ist ja natürlich das, das haben Sie ja vorhin schon angedeutet, wenn über Sie berichtet wird, dann wird immer schnell der Begriff Telefonsex und 090 wird halt, das ist halt, dauert, na, spätestens im zweiten Absatz kommt das Wort. Das wird halt geframed, das ist ganz klar. Aber da gibt es dann eben Leute, die dann aber eben auch sagen, es ist doch unmoralisch, auf diese Art und Weise Geld zu verdienen. Ist das denn völliger Quatsch oder ist da nicht auch irgendwo was völliger drin? Quatsch. Jeder kann seine Arbeit als unmoralisch. Unmoralisch ist alles, was Menschen machen, die in einer Waffenfabrik arbeiten, die Panzer herstellen, die Patronen herstellen, mit denen Menschen erschossen sind, ja, werden. Ne? Unmoralisch ist für mich sogar heute, eine Kneipe zu machen und Menschen Drogen zu verkaufen, also Alkohol und ja, Zigaretten zu holen, würde ich halt nicht mehr machen. Mhm. Damals war es für mich normal. Ich habe selber getrunken, ich habe selber geraucht. Und das war mein Leben, war für mich normal. Aber mein Leben war hoch asozial. Es ist einfach asozial. Rauchen ist total asozial. Und ja, hat mir früher auch Spaß gemacht, saufen und rauchen. Aber es ist ein asozialer, satanistischer Teufelskreislauf, der noch gesellschaftlich etabliert ist. Mhm. Und ich habe mich da rausgeläutert. Ne? Mhm. Und
2010 war meine Krönung. Warum wurde ich gekrönt? Weil ich schon alles rausgeläutert habe. Diese Sachen, die man mir in Wikipedia anlastet, das war noch im alten Jahrtausend. Ne? Meine Krönung war 2010. Also das hat nichts mehr damit zu tun. Ich bin ein neuer Mensch. Ich habe das alles rausgearbeitet und geschickt, wie es Krömer oder andere machen. Sie packen das alles nochmal auf eine Zeitlinie und setzen das, wie wenn das alles im Hier und Jetzt geschehen ist. Und sie gehen dann davon aus, dass der Mensch sich selber nicht entwickelt. Wer macht das? Das ist der Mensch, der selber stehen geblieben ist und sich selber nicht entwickelt hat. Der geht auch davon aus, dass ein anderer Mensch sich nicht entwickelt. Aber mein Leben hat immer daraus bestanden, sich ständig zu ändern, sich ständig immer wieder voll ins Leben zu werfen, sich nicht auf irgendwelchen kapitalen Sicherheiten auszuruhen. Und ich bin heute auch noch der Meinung, bin ich froh. Ich hatte schon mal eine zweistellige Millionensumme auf der Seite und mit dem Kauf des Fernsehsenders hatte ich wieder meine schlaflosen Nächte und bin wieder im Kampf des Lebens gestanden. Ich finde, wer nicht finanziell im Kampf des Lebens steht, bei dem verkümmert irgendwas. Der Mensch muss im Kampf des Lebens sein, damit er sich ethisch und moralisch entwickelt und empathisch ist. Wenn er wirklich sich nur auf sein Geld schützt, kann sich alles leisten. Wie schnell wird man dabei dekadent? Diese Krönung 2010, wer hat Sie da gekrönt und was hat sich da in Ihrem Leben verändert? Was sind Sie dadurch geworden? Also die erste, es war sehr schmerzhaft, die Krönung. Also es war ein seelischer Schmerz. Es war seine königliche Majestät, Sheriff Nasiru, der König der Oduduas, Nationalkönig der Republik Benin, der hat mich gekrönt, damit wir ins Vereinte Heilige Deutsche Königreich einen neuen Adel bekommen. Das war seine Intention, nachdem ich ihm erzählt habe, dass ich eben aus Kanal Telemedial mit den Fernsehzuschauern dann am 12.12.2008 das Vereinte Heilige Deutsche Königreich gegründet habe. Und dafür interessiert sich der König von Benin? Ja, wir haben uns aus einem anderen Grund getroffen. Er hatte eine Insel zum Verkaufen. Ja. Und da wollte ich das Vereinte Heilige Deutsche Königreich von Westafrika dann gründen und eine Fahne reinstecken. Aha. Aber die Nummer konnten wir nicht durchziehen mit der Fahne. Die Idee, hat er gesagt, die kann er nicht halten. Okay. Und am nächsten Morgen hat er dann gesagt, ich habe eine Idee, ich könnte dich zu meinem Prinzen krönen. Und dann habe ich gesagt, da muss ich mal eine Nacht drüber schlafen. Mhm. Und dann habe ich das angenommen. Ich kam einfach nicht aus der Nummer raus, weil die telemedialen Freunde, die Community war da. Das Vereinte Heilige Deutsche Königreich war gegründet. Jetzt besucht mich ein König aus Afrika, bietet uns den Adel an. Und dann habe ich das angenommen. Und dann ging ich einen zweijährigen Königskrönungsweg, wo ich diese Königsenergie auch aufgenommen habe, dieses Absolute. Das war auch nochmal sehr schmerzhaft. Und mein König, der letztes Jahr im April leider verstorben ist, der hat mich 10 Jahre sehr hart ausgebildet, ne? Ein ordentlicher König zu werden, unter den Regeln der Naturkönige, ne? Was das bedeutet, dieses Absolute. Und ja, das ging oft schon auch bis an die Todesgrenzen. Manchmal haben wir uns auch richtig, richtig geklopft. Na, wir haben richtig auch gestritten, aber die Freundschaft war natürlich immer weiter drüber noch. Na. Aber diese Reibung gehörte eben auch dazu. Aber, und dann kam eben dieser ganze Krönungsweg. Ich wurde ja dann nochmal zum Prinz der Königlichen Föderation von Westafrika gekrönt. Da wurde ich dann mehrfacher Prinz, 9 Monate später. Das ist nochmal ein ganz langer Weg, alleine dieser Krönungsweg. Ja, aber sind denn damit jetzt auch ihrerseits irgendwelche Rechte verbunden in Benin oder in Westafrika? Nein. Ich habe ja dann, nachdem ich dann Mönch war und Prinz der Königlichen Föderation von Westafrika war, wurde ich Mönch. Und dort hat sich dann das alles nochmal spirituell durchleuchtet. Und dann habe ich eben, um
König der Herzheilung. Ich habe dort als Mönch die spirituelle Herzheilung gelernt. Und da wurde ich dann vom Prinzen zum König der Herzen und habe diesen ersten Prinzentitel vom König zurückgegeben, um dass der Prinz muss ersterben, damit der König geboren werden kann. Und so ist auch der Prinz der Königlichen Föderation von Westafrika aus der zweiten Krönung heraus, den musste ich auch ersterben lassen, damit ich als König das vereinte Heilige Deutsche Königreich mit dem neuen deutschen Adel auffüllen kann, nämlich mit Menschen, die Herrscher über ihre Gedanken, Gefühle, Zellen und Handlungen sind. Mhm. Darum geht's. Ja. Dann bin ich König über mich selber, dann bin ich Herrscher. Das ist der Selbstbewusstseinsimperialismus. Und eben somit habe ich von den afrikanischen Königen, ein Kollektiv, Königliche Föderation Westafrika, Benin, Togo, Ghana und Nigeria, von der Königlichen Föderation jetzt und die Föderation des neuen deutschen Adels aufzubauen, habe ich auch diesen Prinzentitel zurückgegeben, dass der Prinz erstirbt und der König da ist. Und von dem Moment hat mich dann auch die Königliche Föderation nicht mehr mit Eure Exzellenz, sondern ab dann auch mit Majestät angesprochen. Ja. Also der Prinz ist dann erstorben, der Afrikaner. Ich habe ja das auch nie angenommen, weil ich afrikanischer Prinz werden sollte, sondern es war immer von Anfang an die Idee, dass wir einen Adel ins vereinte Heilige Deutsche Königreich bekommen. Und es musste ja aus dem Nichts geschaffen werden. Also musste es ja, was ich bekommen habe, diesen Prinz, der musste ersterben, damit der König da sein kann. Was ist denn genau das Vereinigte Heilige Deutsche Königreich? Das ist gleichbedeutend mit der Bundesrepublik Deutschland. Nein, hat damit gar nichts zu tun. Okay, die meisten müssten dann sagen, man müsste mal ein bisschen wissen, wer Peter Fitzek, König Peter I. von Königreich Deutschland ist. Der macht eigentlich genau das, was man sich erstmal, wenn man mich kennenlernt, drunter vorstellt. Ja, aber ja. Das mache ich gar nicht. Nee. Das, was da die Filme in euch dann abgehen, dieses Programm findet dabei König Peter, der macht das hervorragend, der macht auch richtig viel Geld damit und der hat richtig viel Kapital, also dem fließen die Millionen gerade richtig ist zu. Ist das so? Ja, ja. Von also wem? Die kaufen Schlösser, der hat über die Corona-Zeit einen riesen Zulauf. Ich freue mich riesig für ihn, ne, für seinen Erfolg. Und das Königreich Deutschland ist schon ganz stark da, also es wächst ganz stabil, ne, und er zieht da, finde ich, eine richtig geile Sache durch und er hat ganz viele Menschen, die das mit ihm teilen. Ne? Ich finde das völlig, völlig abstrus. Ja, müssen Sie mal reintauchen. Ja. Wenn Sie das von außen angucken, wissen Sie gar nichts. Wenn Sie etwas verstehen wollen, wie es wirklich tickt, dann müssen Sie eintauchen und dienen. Hm. Nur durch eine dienende Grundhaltung, wenn Sie reintauchen und in eine dienende Grundhaltung gehen, dann sehen Sie, wie das Ganze tickt. Und Sie als Journalist, ich denke, Sie hätten Angst, um Ihr Image mal alleine ein Interview bei Peter Fitzek zu machen, wenn man Sie dann schon eine Ecke stellt. Aber wenn Sie wirklich ein freier Journalist sind, gehen Sie mal zum Peter Fitzek mit dem Kameramann, der ist offen. Gehen Sie da hin, erleben Sie das, gucken Sie das an, berichten Sie mal über das, was die da machen. Ich will Ihnen jetzt nicht sagen, was Sie tun sollen. Aber nochmal, wenn man ja, die ersten Filme kriegt, das, was man sich dann bei mir so vorstellt, das mache nicht ich, sondern das macht alles König Peter I., König Peter Fitzek. Das, was man sich, das ist das Königreich Deutschland und hat nichts mit dem Vereinten Heiligen Deutschen Königreichs zu tun, außer dass das Königreich Deutschland natürlich ein Fragment des Vereinten Heiligen Deutschen Königreichs ist. Also ich habe darüber mal nachgedacht, als ich noch Veto gemacht habe, das ist dieses Talk-Format, was ich jetzt abgegeben habe, den tatsächlich mal anzufragen. Aber für mich wäre das dann mehr so ein bisschen unter der Überschrift absurd und unfreiwillig komisch gelaufen. Ich kann das nicht,
Ich kann das nicht ernst nehmen, tut mir leid. Ja. Aber erklären Sie doch bitte mal. Ich habe jetzt nicht auf den Chat geguckt. Aber jetzt haben Sie ja gerade gesagt, ich mache mal den Chat kurz hier aus. Ja. Jetzt, Sie haben ja gerade gesagt, das ist das, was Sie aber nicht machen. Was ist denn nun das Vereinigte Heilige Deutsche Königreich? Ja, das Vereinigte Heilige Deutsche Königreich ist ein Reich, das nicht von dieser Erde ist. Es ist ein Reich des Geistes. Es ist ein Reich auf Basis der deutschen Sprache und seines Heiligen Geistes in der deutschen Sprache, wo ich für mich selber persönlich die deutsche Sprache als meine Einweihung, als meine Religion gefunden habe. Die Reinheit der Worte der deutschen Sprache, das hat mich eingeweiht. Es war nicht letztendlich der Buddha oder Jesus Christus, es war letztendlich für mich die beste Einweihungslehre, die deutsche Sprache gewesen, und auf Basis der deutschen Sprache sein Unterscheidungsvermögen zu trainieren und daraufhin Herrscher über seine Gedanken, Gefühle, Zellen und Handlungen zu werden. Das ist das Königreich. Damit bin ich Herrscher über mich selber und nicht fremdgesteuert. Und wer sich dieser Idee anschließt, der ist auch im Vereinten Heiligen. Da geht aber jeder individuell seinen eigenen Weg. Aber im Zentrum ist das, was uns als Mensch vom Tier unterscheidet, der freie Wille. Und den heilig zu hüten, absolut, das ist sozusagen die heilige Kuh im Vereinten Heiligen Deutschen Königreich. Und aus dieser Haltung heraus, das ist, deswegen sage ich, das Vereinte Heilige Deutsche Königreich hat keinen territorischen Anspruch. Mhm. Aber eins lasse ich mir nicht verbieten, fertig zu denken. Mhm. Fertig zu denken, perfekt fertig zu denken. Ja, aber was ist denn also das Deutsche darin, ist denn, dass Sie es in der deutschen Sprache machen? Was ich kann nichts anderes gescheit. Ja. Englisch kann ich nur so ein bisschen, also ich taug nur für Deutsch. Es könnte aber theoretisch jeder sowas machen. Also es ist jetzt, Sie sind nicht der einzige, die einzige Majestät sozusagen. Also ich habe natürlich, warum ich auch TikTok mache, warum ich das mache. Ich möchte alle Menschen dazu inspirieren als Vorbild, dass sie alle ihre Seinsebenen leben können, dass sie sich kreativ entfalten und dass die persönliche Entfaltung im Zentrum des Lebens steht und nicht die Ideen, die wir von anderen gesetzt bekommen haben, in einem Ausbeutungssystem eines kapitalistischen, wirtschaftsimperialistischen Systems. Mhm. Sondern, dass mir mein heiliges Selbst wichtiger ist. Das ist das A und O. Diese Mündigkeit nochmal, in dem Moment, wenn ich eben, ich nehme immer gern das Beispiel als Raucher, wenn ich weiß, Rauchen ist ungesund und ich tue es trotzdem, dann habe ich noch Handlungszwänge. Nämlich, ich habe den Handlungszwang, morgens aufzustehen, obwohl ich noch liegen bleiben will, um arbeiten gehen zu können. Ich muss arbeiten gehen können, damit ich ein Geld verdiene. Ich muss ein Geld verdienen. Wir Deutschen müssen Geld verdienen, Herr Kreimeier. Die Engländer nicht, die ernten es, die Amis, die machen es, die Thailänder finden es. Wir Deutschen müssen es verdienen, wir armen Schweine. Ne? Wir müssen es auch noch verdienen. Die anderen ernten es einfach. Ich glaube, die Engländer müssen es auch vielfach verdienen. Ich glaube, die Engländer? So schön ist es in England. Der Engländer sagt, wir ernten, der Mann, die ernten. Früher haben sie den Tee geerntet und heute ernten sie die Scheine, die Blätter. Trotzdem klingelt auch bei vielen, bei denen der Wecker morgens. Das nutzt ja nichts. Ja, aber letztendlich sind wir durch die Handlungszwänge gefangen. Und jetzt erst mal, wenn bei der Verkettung des Rauchers, also er steht morgens auf, obwohl er nicht will, er geht arbeiten, obwohl er nicht will, er macht seinen Job oft gegen seinen Willen, weil er es aber nicht geschafft hat, sich seinen Beruf zur Berufung zu machen, sondern er macht irgendeinen Job, damit er ein Einkommen hat, von dem er sich dann Zigaretten kaufen kann. Das ist der anspruchsvolle Idiot unserer Gesellschaft. Es gibt auch noch die Klügeren, die arbeiten gar nichts und haben ihr, heute nennt man es glaube Bürgergeld oder ihren Hartz IV, und jobben halt noch ein bisschen rum. Also die haben ein besseres Leben, die haben mehr Freiheit. Der normal ordentlich arbeiten geht, kommt da heute auf keinen grünen Zweig mehr. Du kommst da nicht raus. Die Eltern sind getrennt, beide müssen schuften gehen, die Kinder sind in der Hand vom iPhone und von Fremden.
Die gehen in die Kita, aber die Kinder sind gar nicht mehr mit den Eltern zusammen. Die Familie, die meisten, 80% sind geschieden und alleinerziehend. Und ist ja komplett dieses Familienbild, wo überhaupt Identität draus entsteht, haben wir doch nicht mehr. Und das ist es eben. Wir brauchen Identität, damit wir nicht fremdgesteuert sind. In dem Moment, wenn wir, und das ist das vereinte Heilige Deutsche Königreich, weg von der Fremdsteuerung, raus aus der Matrix. Ja, okay, also ich sag mal, der Hartz-IV-Empfänger wird aber wahrscheinlich auch jetzt nicht so ein glückliches Leben führen, vermute ich mal. Aber warum denn nicht? Das ist doch super. Ich habe das auch gemacht. Ja? Bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Haben Sie Hartz-IV mal empfangen? Ja, das gab es damals. Ich war halt normal arbeitslos. Sozialhilfe oder arbeitslos? Arbeitslos, ja. Ich habe meine Ausbildung gemacht, war dann beim Militär. Und kurz nach dem Militär bin ich wieder in meinen Beruf zurück. Dann ist die Firma insolvent gegangen und ich habe eine Ablöse gekriegt, habe noch ein bisschen rumgejobbt. Und irgendwann wurde ich arbeitslos und habe dann von der Hand in den Mund gelebt. So von 20 bis 23 bin ich auf dem Motorrad gelebt und habe getingelt. Irgendwann habe ich dann mir einen Opel Rekord Kombi gekauft mit einem Wohnwagen dran und bin durch Deutschland getourt und habe mit Gitarrenmusik und Kneipen gejobbe von der Hand in den Mund gelebt. Und mein Arbeitslosengeld war meine Sicherheit. Das war einfach noch an top obendrauf, aber ich war natürlich immer aktiv und es war das geilste Leben. Ich war frei, durch Deutschland gereist, überall wo ich war, war ich der Platzhirsch. Wusste genau, wenn ich ein Mädchen gesehen habe, welchen Song ich spielen muss, um das Herz zu berühren. Ne? Aber dann gab es Zwänge, das zu beenden. Wie meinen Sie? Ja, sonst hätten Sie es ja nicht beendet. Ja, ich war nicht mehr fähig. Ich habe dann bemerkt, nachdem ich dieses freie Leben hatte, war ich nicht mehr in der Lage, in ein System reinzugehen, in eine Fabrik oder dort so zu arbeiten und mich nochmal in irgendeiner Maschinerie zu unterwerfen. Und dann habe ich gesagt, okay, Ende 23, ich mache mich selbstständig. Ich kann nicht mehr als Angestellter in den Beruf, weil das ganze Ticken, mein Geist war schon so frei. Und ich habe auch noch viel gesoffen. Dadurch habe ich den Geist natürlich auch wieder klein gehalten. Ne? Mhm. Und habe dann meine Saufkneipe gemacht. Mir hat Saufen, war so im Motorradverein und so. Und Wochenende Saufen, mir hat einfach Saufen, Rauchen Spaß gemacht, Gitarrenmusik. War einfach ein geiles Leben und mein Saufkonsum war so hoch, dass das normale Auskommen nicht mehr gereicht hat. Dann habe ich halt eine Dorfkneipe gehabt, habe ich gefunden zufällig und habe ich eine Wohnung dazu gekriegt und dann hatte ich das Zeug zum Einkaufspreis und ich konnte so gut von der Hand in den Mund leben. Ne? Und ja, war auch eine schöne Zeit, möchte ich nicht bereuen, war eine Lebenserfahrung. Und am ganz normalen Mittwoch habe ich gesagt, hey, was passiert denn da überhaupt? Und habe dann gesagt, ich trinke keinen Alkohol mehr ab. Heute war mal Mittwoch und dann war es vorbei. Kann jetzt sein, dass ich meine Gesundheit durch den Alkohol kaputt mache, ja. Weil ich davon leben musste. Es hat dann irgendwie Klick gemacht. Und an diesem Tag, an irgendeinem Mittwoch, vor schätzungsweise gut 30 Jahren, habe ich damit aufgehört, als Wirt. Noch in der Saufkneipe. Ja, also ich trinke und rund 7 Jahre später habe ich dann aufgehört, zu rauchen. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol mehr. Nee. Ja. Ich war jetzt nie jemand, der viel Alkohol getrunken hat, man merkt auch, ich merke auch, je älter ich werde, desto mehr sitzt mir das auch zu, wenn ich Alkohol trinken würde. Ja. Wenn ich heute Alkohol trinken würde, dann weiß ich, dann wäre morgen der ganze Sonntag für mich gelaufen. Mhm. Ne? Genau. Sie haben vorhin schon mal eine Tochter erwähnt. Das ist ja so etwas, ich weiß nicht, ob Sie überhaupt darüber reden wollen, aber wie viele Kinder haben Sie? Gab es ein Familienleben auch mal in Ihrer Zeit irgendwann? Also, mit Frau und Kindern? Das ist genau der Punkt. Als Prominenter ist es schon sehr kritisch. Man muss die Familie auch ein bisschen schützen. Ja, wenn Sie es nicht wollen, ist völlig und, ist Frage. Als König noch mehr. Und deswegen aus Respekt zu dem, was ich da an Angehörige habe, lasse ich das Thema Tabu, völlig in Ordnung. Dass die auch ihr Leben leben können, ja, und das nicht, dass es nicht nur die Tochter vom König ist. Ja. Nee, ist völlig in Ordnung, klar. Ja. Ich dachte, ich versuch's mal.
Ja, dann lassen wir das. Ja, ja, klar. Völlig in Ordnung. Ja, haben Sie mein Interview mit Erik Hordes eigentlich gesehen, was ich vor ein paar Wochen geführt habe? Nein. Nee, ach, haben Sie gar nicht. Der war ja auch hier. Da haben wir noch mal ein bisschen über Sie geredet. Und er ist ja mal so ein bisschen enttäuscht, dass Sie seinen Film so attackiert haben damals. Nein. Weil er hat ja selber, ist eigentlich gar nicht böse gemeint, sondern er sieht sie ja mehr so wie so eine Kultfigur, wie so jemanden, der auch einen hohen Entertainment-Faktor einfach hat. Ja, also erstmal muss man wissen, Erik war ja bei mir im Studio. Ja. Und auf der Ebene habe ich gesagt, wenn er, und das war ja auch seine Motivation, dass er es fertig kriegt, tatsächlich schafft, einen Spielfilm mit Bezug zu mir herzustellen, einen Spielfilm überhaupt mal aufzustellen, da gehört schon was dazu. Ne? Und so, dann verspreche ich ihm auch, dass ich ihn verklage, weil er durch die Klage dann ein Guerilla-Marketing bekommt und es ging durch die Bild-Zeitung, das war im Financial Times und überall ging das durch. Und diese Klage war sozusagen eine Zusage als Guerilla-Marketing. Das war das, der Deal. Das bestreitet er übrigens, dass das so gelaufen sei. Vielleicht gehört es für ihn zum Spiel dazu. Ja, gut. Das kann sein. Aber das habe ich ihm zugesagt. Und insgesamt muss man so sehen, ich sehe mich da drin nicht. Für mich ist das dieser Film ein Ausleben von perversen, abartigen Floskeln. Das, wenn man das versucht, mir anzuhaften, halt auch mich einerseits nochmal versucht, in ein schlechtes Licht zu rücken. Ich glaube auch, dass der ganze Film von Freimaurerseilschaften gesponsert und so supported wurde. Ich kenne da ein bisschen die Backgrounds und rieche das Ganze. Und ich habe den Erik immer darum beneidet. Er hat ja ganz viele Kräfte für den Film, alle ehrenamtlich gekriegt. Für diesen Hetzschund. Ich habe für meine glorreiche Idee sind immer nur Menschen gekommen, die nicht ehrenamtlich, die wollten immer, damit sie den Kopf frei haben, erstmal von mir einen Betrag, damit sie was mit mir machen können. Und das hat er wirklich geschafft. Und immer, egal wie es ist, muss ich sagen, ist natürlich eine Ehre, dass er mir einen Film gewidmet hat. Und wer hat schon als Person einen Film und auch Sie haben ja damit zu tun gehabt, Sie haben die Premiere auch moderiert dann. Ne? Die waren ja bei der Premiere des Films moderiert habe ich die nicht, ich bin aber dort gewesen, habe mit Helmut Krauss und so weiter Interviews geführt im Hintergrund. Nee, moderiert habe ich die Premiere nicht. Kennen Sie eigentlich diese Clique? Das ist ja der Helmut Krauss, der Küppersbusch, der Kalkofe. Das ist ja alles irgendwie, die hängen doch alle, das dreht sich doch alles so um den Küppersbusch. Der Böhmermann hat doch, glaube ich, auch den Küppersbusch. Der Böhmermann wurde doch auch. Die haben miteinander nichts zu tun. Also nicht, ich denke, der Böhmermann wurde doch auch von Küppersbusch erstmal gefördert. Oder der Krömer, das ist doch alles so. Ja, Krömer, ja. Krömer ist von Küppersbusch. Ja, ja, der Böhmermann auch. Der Böhmermann auch. Nee, doch so auch wirklich so eine. Ich glaube, das reden Sie sich ein in Ihrem Wahn, dass Sie alle zusammensitzen und wie machen wir jetzt mal den Hornauer fertig? Was für ein Wahn, auf jeden Fall habe ich an so der Stelle, auf jeden Fall ein Paranoia. Ne? Ja, glaube ich auch. Da habe ich auf jeden Fall noch ein Paranoia drin. Ne? Ja, eben. Ja. Nein, also ich weiß nicht. Also auch zum Beispiel die Geschichte, die Küppersbusch sehr genau kannte, mit dem Video von mir war eigentlich die Variante Strache. Mhm. Also, und da hat ja Böhmermann sich dann gleich das Drehbuch dafür gesichert, ne, für die Strache-Affäre. Da haben sie das halt nochmal draus gelernt. Und witzigerweise ist, während sie mit Strache die Verhandlungen für die Sendung geführt haben, genau für die 6 Monate, war meine Sendung bei Krömer auf einmal für 6 Monate von YouTube runter. Ne? Dann haben wir über Telegram ein bisschen gestichelt, ne? Und dann war es wieder raufgesetzt und heute Öffentlich-Rechtliches, ne? Die Sendung mit seiner königlichen Heiligkeit bei Kurt Krömer ist die einzige, die aus
aus der Mediathek bei der ARD entfernt ist. Na, immerhin. Ja, aber doch deshalb. Die anderen laufen alle. Aber deshalb doch, weil Sie da irgendwelche juristischen Schritte eingeleitet haben. Die waren nur auf Einspieler bezogen. Ja, ja. Damals, dass ich eben die Einspieler, die waren nicht so vereinbart. Und da sind sie halt über das, was die Vereinbarung zu meiner Person betroffen hat, hinausgegangen, weil die Rechte von den Videos von mir, die liegen alle bei der Telekontor GmbH und das sind die Rechte meiner Firma und die gehörten einfach nicht zur Vereinbarung und da hat man einfach versucht, über meine Person die Rechte raus zu unterwandern, aber da habe ich aufgepasst und das habe ich nicht zugelassen und das wussten sie auch, dass sie das nicht durften, deswegen haben sie auch alle Einspieler rausgenommen. Ja. Wobei der erste Einspieler sogar noch ein geklautes Band war, wo Herr Küppersbusch ja eigentlich wenigstens so freundlich hätte sein können und zu sagen, wer das geklaute Band ihm gegeben hat, weil das ist immerhin ein geklautes Material. Ne? Mhm. Und habe ich auch schon Strafanzeige gemacht, aber wie immer wurde dann wieder eingestellt. Ne? Mhm. Aber hätte er ja auch sagen können, ne? Ja, aber wir verraten unsere Quellen nicht, ja, was ist dabei? Die haben mich zu einer Sendung von dem Astrologen Martin Schmidt befragt und er hat schon zu Zeiten von Bernd Schumacher zur BTV-Zeite das Format gemacht und wir hatten so eine Übergangszeit, weil ich ja den Sender im laufenden Sendebetrieb übernommen habe und es ist dann nur zu erkennen, praktisch am Sendelogo oben rechts, ob BTV oder BTV4U drin stand. Aber es war ein Band ohne Sendelogo, also war es ein Rohband von innen. Und also muss es ein gestohlenes Band sein, wurde nicht von, also kann ich keine Stellung dazu nehmen, weil ich nicht weiß, ob diese Sendung unter der Hoheit von Bernd Schumacher oder unter der Hoheit von mir gelaufen ist. Und was haben Sie jetzt mit Strache zu tun? Das habe ich nicht ganz verstanden vorhin. Naja, Strache hat man ja auch sozusagen, ich weiß nicht genau, aber da ging es wohl um irgendwelche Entscheidungen im EU-Parlament. Und da hat man praktisch den Strache über diese Ibiza-Affäre, wo man da die Kameras aufgestellt hat, auch eben so diffamiert, dass er zurückgetreten ist und eben... Das war ungefähr dasselbe Handwerk, wie man es da bei mir gemacht hat, wo man Videomaterial zusammengeschnitten hat und die dann im Landtag vorgeführt hat, um mich als Landessenderchef, als neuer Landessenderchef zu diffamieren, damit ich einfach für die CDU nicht verwertbar bin, hat dann letztendlich die SPD aus gestohlenen, veruntreuten Bildern einen Porno in Auftrag gegeben, um mich zu diffamieren. Ne? In Auftrag gegeben? Ja, na klar, die waren der Auftraggeber. Die SPD ist der Produzent und hat die Uraufführung im Landtag gemacht. Die SPD ist Pornoproduzent? SPD ist Pornoproduzent von diesem Porno. Natürlich hat sie die Schneidefirma sozusagen, die ihr das Band übergeben hat. Aber die ist der Auftraggeber. Sie haben das vorgeführt und somit ist die SPD Baden-Württemberg ganz klar ein Pornoproduzent und haben aus unterschiedlichen Bereichen einen Film zusammengeschnitten, um meine Person zu diffamieren. Aber Sie kommen in dem Film irgendwie vor. Ja, ja, ich komme natürlich in dem Film vor. Aber das sind Szenen, die eigentlich gar nicht mit diesen pornografischen Szenen zu tun haben. Die sind zum Teil zusammengeschnitten worden und es waren Privataufnahmen von mir. Die waren nie für die Öffentlichkeit gedacht. Ich habe für mich Kunstaufnahmen noch dazu gemacht aus dieser Produktion. Das war für mich ein privater Spaß. Ja. Und dieses Kunstaufnahmen heißt jetzt was? Also bitte? Kunstaufnahmen heißt jetzt was? Ja, kreative Kunstaufnahmen, lassen wir es mal so stehen. Aber mit Nacktheit oder was? Ja. Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, was wir so privat machen, ist ja auch ihr. Ja, Sache. War in dem Bereich mein Privatteil. Ich war natürlich auch mit der Auftraggeber und habe dann für mich ein Privatvideo gemacht. Und dieses Privatvideo war im Zusammenhang mit anderen Videos, die wir für Fernsehwerbespots gemacht haben. Und aus diesem ganzen Paket hat man dann
einen Pommer zusammengeschnitten und dann eben mich, oder wie es dann jetzt auch heißt, dass ich Pornoproduzent oder Pornodarsteller war, war ich nie. Ich habe nie Pornos produziert, ich war nie Pornodarsteller. Ich habe nie dafür Geld verlangt, habe das nie gemacht. Also, aber man hat mich natürlich, wie gesagt, in dieses Licht gerückt, weil wir ja in dieser doppelmoralischen Gesellschaft leben, damit ich eben, es war ein Politikum, nicht für die CDU verwertbar bin. Und der Landessender Baden-Württemberg, BTV, war sozusagen das Ausgleichsgewicht gegen den SWR, der halt sehr in linker Hand von der SPD immer schon war, haben die da in Ludwigsburg. Da hat ja dann mit dem Bernd Schumacher, der Ministerpräsident Teufel, jeden Sonntag sein Talk gehalten. Ne? Und finanziert wurde das dann von Märklin und Salamander, ne? Seinen Freunden. Ne? Ja. Und dann war einfach Schumacher zu unbequem, der musste weg. Und mit mir hat man dann den Schumacher abgesägt und danach wurde ich abgesägt. Ist Bernd Schumacher, ist das dieser, der die früher diese Gameshow da gemacht hat auf Sat 1, ist das der? Oder ist kann das sein. Also der war bei den Öffentlich-Rechtlichen, auch bei den großen Fernsehsendern, das war schon. Der hat später nochmal dieses Institut für Zukunftsforschung, oder wie hieß das, hat er doch mal gemacht. Das weiß ich Programm. Nicht. Was? Es gab dann das Format ist ja, unter BTV, ein sehr allgemeiner Name, vielleicht auch ein Bernie und Co., aber also an sich, er hat auch unlängst mal ein Interview gegeben, beim, ja, wie heißt denn der, so macht so spirituelles Programm, hat auch eine eigene App, der Glatzkopf, der aussieht wie Meister Propper und immer dieses Kreis mit dem Punkt. Ach, Heiko Schrang. Heiko Schrang, da hat er, Gottes Willen, mit dem Heiko Schrang hat er mal eine Sendung gemacht, der Bernd Schumacher, und da hat er so seine Geschichte erzählt. Da sage ich, Bernd, warum hast du ein BTV rausgelassen, ne? Das war ja eigentlich sein Highlight, das hat er gar nicht erwähnt. Ne? Aber der hatte wirklich einen tollen, großen Fernsehsender mit einem Budget von 60 Millionen Euro aufgebaut. Ne? Mhm. Mit riesen Studios. Ne? Ja. Also wirklich, der hat ein riesengroßes Werk aufgebaut, der Bernd Schumacher. Ne? Das war vor oder nach Ihnen? Vor mir, ach so. 15 Jahre vorher. Ach so. Und woran ist es dann gescheitert? Was? Bei ihm. Woran ist es denn gescheitert? Naja, also das Ding wurde halt relativ teuer und er wollte wahrscheinlich, das ist ein bisschen spekulativ, war ein Teil, eine Insolvenzsanierung zu machen. Das Ganze kam schon ins Schleudern, weil die Kinowelt, die Haupt Gesellschafter war und für den Sendebetrieb gehaftet hat, die ging in Insolvenz und dadurch ging BTV in Folge Insolvenz. Also so ist die Sprachregelung auf jeden Fall dort gewesen. Und ich kam dann als Berater dazu, um Fernsehen eben wirtschaftlich durch Interaktivität zu machen. Und irgendwann hat sich rauskristallisiert, dass ich eventuell auch der beste Käufer wäre. Und dann kam ein Punkt, wo der Insolvenzverwalter gesagt hat, wir stampfen das Ding ein oder wenn Sie Interesse haben, legen Sie 200.000 Euro auf ein Dreihandkonto und garantieren für den Sendebetrieb, ansonsten machen wir das Ding dicht. Und die Verhandlungen haben im Sommer angefangen, aber erst im Januar war der Gerichtstermin, wo die Verhandlung war und der Sender sozusagen dann eventuell dicht gemacht wird oder verkauft wird. Und da ging es dann eben um die Haftung von 3 Monaten und ich habe dort das Kapital eingelegt, wollte erst gemeinsam mit Bernd Schumacher gehen und dann haben wir uns aber gestritten, wer das Geschäft macht und wer das Programm war, waren wir uns da nicht einig. Und dann haben sich die Wege getrennt und Bernd Schumacher hat dann auch versucht, noch weitere Investoren zu finden und hat auch eine russische Bank gefunden. Und eigentlich wäre das Ganze dann, heute würde das RTV heißen. Also ich habe letztendlich der Landesregierung Baden-Württemberg eine Riesenblamage erspart, denn wäre ich nicht da gewesen, dann hätten sie es
sehr wahrscheinlich diese 10 Millionen, die, wie Bernd Schumacher mir persönlich gesagt hat, die die russische Bank in bar dabei hatte, aber die wollten sie nicht und sie haben da sozusagen mal auf 8,6 Millionen verzichtet, weil sie wussten, die Amis wollten natürlich nicht, dass den Russen diese Reichweite in die Hände kommt. Und dann hat man praktisch schon im Vorfeld gewusst, wenn wir es dem Hornauer geben, in 2 Jahren ist er eh raus, weil die Parole war schon lange rausgegeben, dass es dann 2003 keinen Fernsehsender mehr geben darf, der nicht politisch reguliert wird. Somit war mit der Erteilung meiner vorläufigen Lizenz, was es eigentlich nicht gibt, war schon klar, war auch im Mietvertrag zu erkennen, dass eine Sonderkündigung bei Verstoß einer Lizenz ist. Da habe ich auch gar nicht verstanden, was damit gemeint ist im Mietvertrag. War mir klar, dass das alles schon geplant war, dass nach 2 Jahren dann auch ich abgesägt wurde. Also mit der Metapher, ich war der Eiszapfen, mit dem man den Bernd Schumacher totgestochen hat und nach 2 Jahren hat man den Eiszapfen, den Thomas Hornauer, noch verwässert. Und eben, ja, so wie man es in Wikipedia liest oder wie man es verstehen will, hat man dann eben das Land Baden-Württemberg, den letzten freien Nachrichtensender, genommen unter dem Deckmantel, man müsse die Bevölkerung vor einem wie mir schützen, indem man mir dann eine Sendelizenz entzieht. Die Tatsache ist, die Landesregierung Baden-Württemberg hat nur eins gemacht, 2 Jahre nicht entschieden und dann entschieden, nicht zu entscheiden, mir eine Lizenz zu erteilen. Und dann haben wir eben gesagt, okay, dann holen wir uns eben eine Lizenz in Kiel und haben den Kinderkanal, die Fläche von Arte nach dem Kinderkanal genommen und haben dann in Kiel mit einer Kieler Lizenz den erfolgreichsten Fernsehsender Interaktiv Primetime gemacht. Und der lief 1 Jahr, dann kam auch Kiel wieder unter Druck. Wir haben dann sozusagen die Beratungssendung als Teleshop in Kiel beantragt, als Teleshop Lizenz und Beratung, einfach gesagt, das ist ein immaterielles Wirtschaftsgut. Teleshop war früher da, diese Gurgelhobel und diese ganzen Produkte. Und ich sage, wir machen einen Teleshop für immaterielles Wirtschaftsgut, Lebensberatung. Man verkauft ja auch was. Genau. Dienstleistungen. Dann hat eben die Stuttgarter haben so geguckt, na, und haben dann immer mehr Druck auf Kiel gemacht, weil sie gesagt haben, ja, aber da ist ja auch ein Inhalt. Und wenn Inhalt ist, ist es redaktionell. Dann dürfen die Beratungen nicht mehr öffentlich gemacht werden, sondern nur noch die Berater selber als Produkt vorgestellt werden. Und dann sind die Sendungen, dann haben wir das auch gemacht und nur noch die Berater vorgestellt. Dann sind aber die Einschaltquoten zurückgegangen und die Anrufe zurück, weil natürlich den Beratungen zuzuhören, das war der Programminhalt. Und in dem Moment, wo wir nur noch Berater, also Produkte vorgestellt haben, ist das Geschäft zurückgegangen. Das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt können wir nur noch eins machen, wirtschaftspolitisches Asyl in Österreich beantragen. Dann haben wir noch einen digitalen Satelliten gekauft und das wurde dann Kanal Telemedial und haben 24 Stunden Digitalsatelliten für Österreich geholt und dann den analogen Transponder vertraglich nach Österreich rübergeschrieben. Und in Österreich durften wir dann wieder Beratung machen. Und Primetime lief dann weiter. Und auf Primetime haben wir dann weiterhin immer die Berater vorgestellt. Und auf Kanal Telemedial haben wir dann die Beratung gemacht. Und wir haben dann unter den beiden Sendern, so wie bei der Eurovision, hin und her geschalten. Ja. Okay. So ist das gewesen. Aber interessant ist, dass genau auf Wikipedia 2 Jahre meines Fernsehlebens, wesentliche, komplett raus sind. Und dass praktisch Kanal Telemedial direkt in den Landessender verschmolzen wurde. Und heute versteht man so, dass mir meine Sendelizenz vom Landessender entzogen wurde, weil ich mit spirituellem Zeug, mit Kanal Telemedial darin angefangen habe. Aber es war ein ganz anderer Weg.
mir und meinen Firmen wurde nie eine Sendelizenz entzogen, gar nie. Einfach eine große Volkslüge. Und die Kieler Fernsehsendelizenz mit Primetime, die ist einfach nach 8 Jahren ausgelaufen. Wir haben eine volle Fernsehlizenz 8 Jahre gehabt und haben da erfolgreiches Programm gemacht und die Lizenz ist einfach ausgelaufen. Und auch die Lizenz ja, wenn von sie nicht, Österreich. Wenn sie nicht verlängert wird, ist das ja auch hat das ja auch eine Bedeutung. Oder ja, wir sind ja dann ins Internet, wir haben keine Verlängerung beantragt. So, die Lizenz geht halt über 8 Jahren und wir sind nach 2, 3 Jahren einfach dann raus. Und wir hätten dann auch wieder einstarten können, aber die Lizenz ist dann einfach ausgelaufen. Und in Österreich, da ging es ein bisschen hin und her, da haben wir erst verloren und dann beim Bundesgerichtshof gewonnen und dann doch aufschiebende Wirkung gehabt. Also konnten wir zum Schluss auch wieder senden. Ne? Hm. Und als wir dann eben unter diesem wirtschaftlichen Druck, haben wir ja dann das zweite Mal unsere Reichweite an Astro TV abgegeben. Beim ersten Mal sind noch die Berater auf der BTV-Satellitenfläche praktisch schon gleich mit zu Astro TV mit der Reichweite die Berater mitgereist. Und beim zweiten Mal habe ich dann wenigstens aufgepasst und habe die Zuschauer an mich gebunden. Und dadurch konnte ich eben auch die Community von Kanal Telemedial mit ins Internet nehmen. Und seitdem wächst es halt immer weiter. Und jetzt haben wir den ersten Durchbruch auf TikTok gemacht. Und ich denke, das wird auch genauso weiter wachsen. Ne? Wie hoch ist denn der Anteil bei Ihren Zuschauern jetzt heutzutage oder auch damals bei Kanal Telemedial schon von Leuten, die sozusagen das eigentlich nur gucken, um sich darüber zu amüsieren? Also es ist tatsächlich so, dass wir die Menschen, die einen spirituellen Zugang haben, einfach natürlich unser direktes Publikum waren, aber die Kunst war natürlich auch, und das war natürlich das Erfolgsrezept, dass ich auch ein total einzigartiges Programm gemacht habe in Echtzeit. Sagen, ja. Und dieser Mut, alles in Echtzeit zu produzieren, wie wir hier auch alles in Echtzeit machen, das ist einfach eine andere Qualität, wie wenn was aufgezeichnet und geschnitten wird. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also wie hoch der Anteil derer ist, die sozusagen... Ach so. Ich denke, das war so 50-50 oder sogar über. Das liegt halt auch in der Entwicklung. Ich habe heute viele Freunde, die spirituell sagen, du bist mein Meister. Und die haben einen richtig Paradigmawechsel durchlebt, weil sie sagen, früher habe ich nur über dich gelacht und ich konnte dich nicht ernst nehmen, aber du warst halt der beste Comedy für uns und wir durften keine Sendung von dir versäumen. Genau, ja. Und je nachdem dann mit der Altersreife erkennt man das oder mit einer bestimmten Lebenserfahrung kann man dann auch die Essenz und die spirituelle Qualität in dem, was ich mache oder was wir gestalten, dass das alles substantiert ist. Ne? Und dasselbe ist auch jetzt auf TikTok. Ne? Also ganz normal. Heute kann ich das sogar noch anders aufdifferenzieren. Ich habe sehr viel die letzten Jahre bei Rudolf Steiner mich weiterbilden können in Sachen Einweihungswissenschaften und Geisteswissenschaften. Und gucken Sie, wenn ein Mensch gerade erst mal in der Alter ist, so bis 20, 25, entwickelt sich erstmal seine Empfindungsseele. Und die Empfindung, die er emotional wahrnimmt, auf die reflektiert er. Von 25 dann bis 40 ungefähr entwickeln wir unsere Verstandesseele. Und erst so ab 40 ungefähr, da kommt dann die dritte, die Bewusstseinsseele dazu. Und da haben wir jedes Mal einen anderen Blickwinkel aufs Leben. Und eben durch diese Schocksituation, dass ich plötzlich wie aus dem Nichts Chef vom Landessender Baden-Württemberg, ich war ein Landei vom Dorf, ne, war das natürlich wie Phönix aus der Asche für meine Seele zum ersten Mal. Und Kanal Telemedial war letztendlich nur Selbsttherapie
von der Misshandlung, die ich durch die Pressekampagnen, wo die Landesregierung Baden-Württemberg mit dem amerikanischen Geheimdienst ihren Betrug an mir praktisch verschleiern, dass sie als die Saubermänner dastehen und ihren Dreck sauber auf mich abladen konnten. Mhm. Weil sie nie was an der, mit dem Julian Assange oder mit dem Nawalny, die haben ja wirklich die andere Seite verpetzt. Dass man die dann zur Persona non grata macht, kann ich ja verstehen. Aber ich kam als unschuldiges Landei, unwissend, in ein Umfeld, wo ich keine Ahnung von Insiderspielregeln hatte, die ich massiv verletzt habe. Ne? Und alles, was einen nicht tötet, härtet einen ab. Und ich sage, genau diese Politik hat mich geschaffen, den König, denn das ist an Wahrheit übrig geblieben, um überhaupt von mir selber zu erleben und zu erfahren, warum ist denn das alles so, was da mit mir passiert ist. In dem Moment, wo die ersten zwei Pressekampagnen über mich reingefallen sind, es war wie eine Voll, die du aufs Kinn kriegst und du bist nur noch so taumelnd durch die Gegend gegangen. Ich hatte diesen Landesnachrichtensender, durfte den aber nicht nutzen, um mich zu wehren, sonst hätten sie dann gleich wieder gesagt, guck, jetzt missbraucht er schon für seine eigenen Interessen seinen eigenen Nachrichtensender. Also war ich da auch gleich wieder gelähmt. Heute, nach 20 Jahren, kann ich nichts mehr verlieren und kann ich schmerzbefreit über alles reden. Und ich wünsche mir nur, dass jeder aus der Erfahrung lernt und immer mal für alle Zuschauer, wenn jemand um die Ecke kommt und euch erklärt, wer ist eigentlich Thomas Hornauer oder wer ist der, wenn irgendwelche Menschen kommen, die meinen, sie müssen dir ein Meinungsbild über eine Person geben, nicht nur bei mir, nehmt euch vor denen in Acht, denn das sind die Gefährlichsten, denn die sind zeigt es. Er auf mich? Nee, ich habe in meine Kamera gezeigt, nicht auf Sie. War jetzt Zufall. Ja. Nee, haben Sie ja nicht gemacht. Nee. Nee, aber ja doch, haben Sie auch mal davon gut gelebt, war ja auch richtig, aber naja, gut gelebt ist ein bisschen ja, ich hoffe doch wenigstens. Ne? Ja, im Chat wird ja auch bei uns hier fleißig kommentiert. Als Sie gerade Rudolf Steiner erwähnt haben, haben ja natürlich sofort Leute gesagt, jetzt fängt er auch noch mit dem rechten Esoteriker an. Ist doch Rudolf Steiner ein rechter Esoteriker? Naja gut, er hat zumindest gewisse Ideologien damals vertreten. Also für mich, als ja spiritueller Mönch, der auch als Mönch den Buddha studieren durfte, ich bin sehr dankbar, dass der Markus Bader auf YouTube den Kanal EdQuest hat, wo er sehr liebevoll die freien Vorträge von Rudolf Steiner eingelesen hat, als Hörbuch praktisch. Ja. Und normal fast jeden Sonntag um 8 bringt er einen neuen Vortrag raus. Und wenn da mal keiner kommt, dann bin ich schon traurig. Aber durch Rudolf Steiner ist für mich wie ein Phänomen. Ich kannte den, ich wusste, dass es den gibt, aber was der macht, wer der ist, habe ich eigentlich erst so ab 2015, 2016 kennengelernt. Und seine Einweihung ist auch jetzt vor 100 Jahren, vor ein paar Jahren erst frei, diese große Geheimwissenschaft, diese ganzen Bücher frei erhältlich bei der Anthroposophischen Gesellschaft, dass ich sage, der hat mich schon vor 100 Jahren prophezeit. Also heute muss ich sagen, die telemediale Lebensschule ist die Anthroposophie aus der Zukunft. In Bezug, wie gehen wir im goldenen Wassermann-Zeitalter mit dieser Technologievielfalt, die wir hier jetzt auf TikTok haben, wie Sie hier im Chat lesen, auf YouTube und Twitch. Und ich habe hier die Zuschauer auf TikTok. Ich könnte jetzt hier noch einen Chat mit einschalten, dann könnten wir aber die Dualkamera nicht einsetzen, könnte ich jetzt noch weitere 9 Zuschauer hier mit reinholen und mitreden lassen, ne? Was wir hier für eine wundervolle Spielwiese haben, dass wir mit der motorisch,
feinstofflich, ethisch sauber umgehen. Ne? Was bedeutet Augenhöhe? Jemand im Chat, der anonym ist, können wir nicht auf Augenhöhe nehmen. Jemand, der nur telefonisch dabei ist und noch nicht zu sehen ist, ist noch nicht Augenhöhe. Wie jemand, der einen Stream verantwortet und sein Gesicht in die Kamera hält. Von mir, der jede seine Adresse von mir weiß, der, wenn ich was Falsches sage oder wenn Sie was sagen, müssen wir das haften und verantworten. Jemand, der einen Fake-Account hat, kann alles schreiben. Also der kann alles behaupten. Das ist nicht Augenhöhe. Das ist das, was ich auch den ganzen Livestreamern beibringe, dass die erstmal ein gesundes Selbstbewusstsein bekommen, welche Verantwortung das ist, vorne als Host das Gesicht in die Kamera zu halten. Ne? Ja, klar. Ja. Ja. So, das Ganze wird hier fleißig kommentiert von euch. Ja, wenn der Chat Fragen hat, ist gerne, ja, ja, ich also, mache auch mal ein bisschen den Chat auf, wenn Sie wollen. Gucken wir mal in Chat ein und ich mache mal den Chat auf. Wenn ihr Eure Majestät habt, dann könnt ihr die gerne stellen. Ich gebe das gerne weiter. Ist ja ein interaktives Format hier. Ja, auf jeden Fall. Wie Sie ja schon sagten, ne? Genau. Ab und zu kann man das schon auflockern. Aber es gibt ja auch natürlich jetzt nicht nur, also der Kalkofe zum Beispiel hat ja auch sich über Sie lustig gemacht, Oliver Kalkofe. Weil Sie, den haben Sie auch vorhin auch schon einmal erwähnt. Ich weiß noch nicht, ob es heute, aber bestimmt 10 Jahre lang war ich auch der meistparodierte. Ja, ja, aber ich habe mal das Gefühl, dass Sie ein bisschen, muss man sozusagen angepisst sind, wenn man sich über Sie lustig macht. Ist immer so mein Eindruck. Also Ihnen fehlt so ein bisschen so der Hang zur Selbstironie. Oder ist das falsch? Das stimmt gar nicht. Also meine Freunde, wenn ich die frage, was sie am meisten an mir schätzen, dann ist es mein Humor. Ne? Ja, okay. Und es gibt aber einfach einen Bereich, wenn man genau die heilige Unschuld von jemand beschmutzt, finde ich, das ist dann schon ganz schön böse. Und ja, wenn dann die Parodie dann in eine Verlächerlichung geht, dann spüre ich halt, wo kann ich mitlachen und wo ist einfach für meine Seele verletzend, was da passiert, ganz klar. Ja. Und dadurch sehe ich also gerade so einen Typ wie der Kalkofe, der mich eher als einen Kollege sieht und vielleicht mich eher im Comedy-Bereich als einen Konkurrenten, wie dass der mich spirituell fasst, sehe ich den Kalkofe eigentlich als einen Menschen, der mit der schädlichste Mensch für die deutschsprachige Bevölkerung ist, weil er hat nicht nur mich, sondern er hat sich eigentlich immer Autoritätspersonen oder hohe prominente Personen aufs Korn genommen, um die zu verlächerlichen. Und das führt dazu bei der Jugend, dass man der Jugend dadurch die Möglichkeit raubt, aus Alterserfahrung und Altersweisheit zu lernen, weil die dann lernen, nichts mehr zu respektieren. Deswegen ist in Thailand zum Beispiel gerade Majestätsbeleidigung auch sehr hoch bestraft. Und da hat natürlich Günter Jauch mit seiner absoluten Sendung da Wer wird Millionär, ne? Da passiert ja auch etwas, was ich als absolut No-Go empfinde. Aber da soll jeder mal selber drauf kommen. Das möchte ich halt nicht aufmachen. Nee, was passiert denn da? Wieso? Was ja, für mich, ich will nicht das Fass ganz aufmachen, aber für mich ist da auch, lass mal das Fass zu. Bitte. Naja, das ist ja interessant. Ich möchte es gerne wissen. Sind Sie eigentlich geimpft? Haben wir immer noch nicht geklärt. Ja, das antworte ich, das bleibe ich offen. Ah, so. Okay. Bleibe ich, also, ja. Antworte ich jetzt drauf. Dann würde ich sagen, ja, Sie sind geimpft. Ich habe ja gesagt, dass dieser Begriff für mich eine Phrase ist. Deswegen beantworte ich es auf der Ebene, dass ich es geschafft habe, meinen freien Willen zu hüten und gesund geblieben bin. Ich habe meinen freien Willen gehütet. Ich hatte die Gnade, aufgrund von meiner Lebenssituation, mich nicht gegen meinen Willen etwas in die Blutbahn geben zu lassen.
Und ich bin auch 30 Monate in Deutschland geblieben, weil ich mich nicht 2 Wochen einer freiheitsberaubenden Quarantäne in Thailand ausliefern wollte. Bin ich in Deutschland geblieben, weil ich auch nicht gesagt habe, ich stelle mich nicht in einen freiheitsberaubten Quarantänezustand, wenn ich nach Thailand gehe, und bleibe dann lieber in Deutschland. Also ich habe ein sehr, bei mir ist meine Freiheit zu sein, die Freiheit ist für mich ein ganz heiliges Gut, gerade in Verbindung mit dem freien Willen. Und deswegen sage ich auch, ich muss jetzt mal gerade an der Stelle diese Lanze brechen nach 3 Jahren. Die wahren Helden sind doch wirklich die, die es geschafft haben, über die Zeit ihren freien Willen zu hüten. Und wirklich die Vergewaltigten sind doch die, die GEZ-Gebühren bezahlt haben und daran geglaubt haben. Die Vergewaltigten sind doch die, die an der Tankstelle genötigt werden, ihr Auto selber zu tanken, sich die Hände dreckig zu machen, durch das Verkaufslabyrinth zu gehen, durch ein Suchtlabyrinth und da vorne dann bezahlen zu müssen. Das ist doch die Vergewaltigung schon von jeder gesunden Seele, wie wir heute tanken müssen. Wie kaufen Sie denn ein? Ich fahre Tesla. Ja gut. Ich fahre Tesla und deswegen muss ich in keine Tankstelle. Aber Sie müssen doch selber auch das Kabel an die Ladestation. Ja, aber das ist schon. Aber ich muss dann nicht. Ich habe ja noch einen der ersten Tesla. Das bedeutet, ich habe tanken auf Lebzeit mit meinem Auto frei. Mhm. Das war ein Versprecher von Elon, wo ich ihm beim Wort genommen habe und das hat er gehalten. Vom Elon? Kennen Sie den Elon? Ja, wir sind halt in Verbindung über meinen Bordcomputer und da schreibt er uns alle in Du-Form ein. Okay. Ja, also da macht er manchmal Aktionen, wenn der jetzt... jeder, der einen Tesla fährt, wird von ihm quasi angeschrieben. Macht ja auch Maßnahmen, klar. Wir sind eine Community. Wie früher der Goebbels mit dem Radio. Ja, genau. Also der hat es damals schon so und da gab es dann, wenn du zum Beispiel... Jetzt, es war nur eine bestimmte Zeit, wo tanken frei war, aber wenn du dann zum Beispiel 5 Tesla oder einen Tesla-Kunden gebracht hast, einen Freund, kaufst du einen Tesla über mich, dann hast du auch wieder tanken frei und gekriegt. Und so hat er dann immer wieder Bonusaktionen, die kriegst du dann über den Bordcomputer. Wenn abgedatet wird, kommt auf einmal, hallo, hier ist Elon. Ne? Wir machen gerade eine Aktion. Macht er nicht so oft, aber ab und zu. Funktioniert das Perpetuum mobile noch, was Sie vor Jahren mal vorgestellt haben? Ja, also die hat, ich habe so einen freien Energiegenerator gemacht, habe ich mit meinem Elektriker rumexperimentiert. Die steht immer noch so da, die Kiste, und es hat wirklich funktioniert, was freie Energie bedeutet. Und zwar, es ist was ganz anderes in Paradise Valley passiert. Meine Arbeiter haben bis dato, die Gärtner, einfach ihre Arbeit gemacht. Und in der Zeit, diese 6 Wochen, wo wir da rumgetüftelt haben, haben die natürlich immer geguckt, was machen die zwei, und haben die Mitarbeiter sich alle auch auf einmal angefangen, ihre Kreativität auch in der Arbeit umzusetzen, die über ihr normales Arbeitsspektrum hinausgeht. Und ich muss sagen, jeder meiner Arbeiter ist zwischenzeitlich ein absoluter MacGyver. Und da hat sich die freie Energie hinkanalisiert. Nur mal das Experiment, und manchmal erzielt man dann an einer anderen Stelle den Erfolg, wie an der Stelle, wo man ihn eigentlich erwartet hat. Okay. Und da wird noch gefragt, was Sie eigentlich für eine Ausbildung mal gehabt haben, bevor Sie zur Bundeswehr gingen. In der Gießerei. Ich habe Handformer gelernt. Ah, okay. Und das kann man heute noch irgendwie... Ein seltener Beruf kann man auch noch. Ist ein sehr vielfältiger Beruf. Ich habe jetzt unlängst mal, ich glaube, das war in Indien, den Beruf Handformer, ein komplettes Video, was man da alles können muss. Das Video geht 20 Minuten. Guckt euch mal das an. Ist ein ganz spannender, sehr gefährlicher, sehr schmutziger, aber auch ein sehr kreativer Beruf. Interessant. Ist im Metallbereich. Und warum damals Bundeswehr? Warum nicht verweigert? Ich hatte nicht die Idee,
zu verweigern. Das war für mich klar, habe ich auch gebraucht. Das hat mich wirklich auch zum Mann gemacht an einer bestimmten Stelle. Ja, also dieses, sich selber die Wäsche zu waschen und diese Selbstständigkeit, auch mit 6 Mann auf der Stube zu sein, diese auch die Hierarchie zu leben, sich in einen Lernen, in ein Hierarchiesystem einzugliedern, sich zu unterwerfen, Hierarchien zu achten und so, war ein wichtiger Lernprozess. Ja, aber ich dachte, der freie Wille ist wichtig. Ja. Das widerspricht doch dem jetzt. Ja, auf jeden Fall. Das war ja davor. Also wäre das danach gekommen, hätte ich nicht zum Bund gehen können. Das kam vor dieser Erkenntnis. Also ich war ja zwischen 19 und 20 beim Bund, W15. Ja, klar. Nach der Ausbildung. Und auf jeden Fall. Ich hatte dann noch eine Wehrdienstübung. Und da habe ich einen Deal mit meinem Kommandant gemacht. Das heißt, ich würde gerne auf meine Beförderung verzichten unter der Voraussetzung, dass ich nicht mehr zu einer Wehübung kommen muss. Ne? Da sage ich, das wäre jetzt Obergefreiter, und sage ich, ich würde gerne auf den Obergefreiten verzichten, wenn Sie mich davon befreien würde, dass ich nie wieder eine Wehübung machen musste. Mhm. Da hatte ich dann schon die Sinneswandlung durch, und dann, ich hatte eine Wehrübung noch gemacht, und dann war ich da dann befreit. Wir haben vorhin schon erwähnt mit dem Alkohol, aber gab es auch mal irgendwelche anderen Drogenerfahrungen, bewusstseinserweiternde Drogen? Haben Sie rumgekifft hat man halt noch. Das kam so dann zu Saufklicke dazu. Da hat dann irgendwann mal einer ein Dope mitgebracht, aber da hat sich dann die Clique schon ein bisschen dann verloren. Das war dann schon nicht mehr das. Als wir nur richtig gesoffen haben, richtig schön Leistungstrinken gemacht haben, da war das noch rein. Als das Kiffen dann dazu kam, dann wurde das schon komisch. Das war dann schon eine andere Frequenz. Ne? Ja, ja, also ich war nie ein Typ, der dann sich mal Dope gekauft hat. Ich habe dann halt ab und zu mal mitgeraucht. Ich war eigentlich der klassische Biertrinker. Ich habe gern Bier getrunken. Ja. Und wenn es dann nicht zum Einschlafen gereicht hat, zum Schluss nochmal einen Rotwein drauf, dass er schön platt war. Ja, und dann, ja, logisch. Und dann als Wirt. Und dann kam die Fernsehsucht. Ich war dann fernsehsüchtig. Wenn ich gereist bin, brauchte ich einen Fernseher, der lief zum Schlafen. Ja, ich war fernsehsüchtig. Was haben Sie denn geguckt? Ja, irgendein Programm. Es musste irgendwas laufen, damit ich einschlafen konnte. Ich brauchte den Fernseher zum Einschlafen. Mhm. Na, und so, ich war fernsehsüchtig. In welchem Zeitraum war das ungefähr? Es war so Mitte 20 bis Ende. Bis also welche Anfang Jahre 30. meine ich jetzt? Denn? Ich war Anfang dann so 25, ja. Nee. Also, ja, einfach in den 80ern, ja. In den 80ern. Okay. Also ich war ja dann praktisch über viele Suchtverlagerungen bin ich raus und habe dann meistens die Süchte studiert und eben, dass ich die Intelligenz des Alkohols und die Intelligenz der Zigarette studiert habe, diese Abhängigkeitsmechanismen. Da habe ich eigentlich hauptsächlich den Telemedialvirus mit seiner ansteckenden Gesundheit rausgeschmiertet, mit dem ich euch alle hier, auch Sie, permanent infiziert, ne? wo ich euch total abhängig von mir mache. Ne? Inwiefern? Also weil dieser Virus einfach hier ja, wir sind ja immer an, wir sind ja immer irgendwo doch an der Wahrheit interessiert. Ja. Und solange man eben noch nicht ganz ehrlich zu sich selber ist, habe ich eben Mechanismen entwickelt, dass man permanent über mich nachdenkt und ich dich geistig verfolge. Ne? Mhm. Und erst wenn man es komplett durchdrungen hat, wird der Telemedialvirus zum Vitamin und dann teilt man die Wahrhaftigkeit. Also erst leben wir in der Welt von Wirkung und Auswirkung, in der Matrix. Und das sind wir halt ganz ehrlich. Da, wo wir anfangen mit Denken und da, wo wir aufhören mit Denken, in dieser Welt bewegen wir uns. Ja. Wenn wir in die Wahrhaftigkeit gehen, dann springen wir ja mental über den eigenen Schatten und durchbrechen die Grenzen und gehen in die Welt von Ursache und Wirkung. Das ist die Wahrhaftigkeit. Und da sieht die Welt wieder ganz anders aus, die Welt der Wahrhaftigkeit. Ehrlichkeit ist man auch in der Loyalität und loyal ist man auch seinem Mafia-Boss, dem Kriminellen. Wenn man in die Wahrhaftigkeit geht, da taucht dann das Wort integer auf und dann ist man in sich aufrichtig und das ist eine ganz andere Welt
Und dort wird dann der Telemedialvirus zum Vitamin, da stärkt man sich gegenseitig. Aber ich wirke so tief bewusstseinserweiternd durch den Weg, den ich gegangen bin, dass es meine Natur ist, komplett massiv manipulierend zu wirken und bewusstseinserweiternd zu wirken. Es war wie ein Überlebensmechanismus, den ich mir aneignen musste. Und das geht auch über TikTok? Es passiert überall, immer, jetzt, überall, jeden Moment, egal wo ich bin, wirke ich bewusstseinserweiternd. Also bei mir jetzt auch gerade? Ja, immer, voll. Mhm. Total. Das merken Sie dann auch danach. Es gibt natürlich, wo Sie sagen, aha, klar, ganz bewusst, die Zusammenhänge sind erkannt, aber es geht auch ganz tief in die Unbewusstheit runter. Mhm. Okay. Ich bin natürlich erleuchtet und dadurch spreche ich aus einer anderen Selbstverständlichkeit und früher oder später wird man dann schon erkennen, dass das nicht nur witzig ist, was ich mache, sondern dass das sehr substantiert und ernst ist. Und heute sage ich eben, seine königliche Heiligkeit ist einfach der Erlöser des deutschsprachigen Europas weltweit. Schauen Sie, Herr Kreimeier, hier auf TikTok sind wir gerade noch 560 Zuschauer. Ich mache mal eine interaktive Umfrage kurz hier. Helft mal kurz mit, ich mache eine schnelle Abstimmung. Sagt mir doch mal rot für meine wohlgesonnenen und blau für die nicht wohlgesonnenen Fans. Blau ja, die nicht wohlgesonnenen und rot wer nicht die wohlgesonnenen. Das gibt es ja meistens nicht zu. Ne, rot wohlgesonnene, blau nicht wohlgesonnene, die schauen alle zu. Sogar die Unwohlgesonnenen haben mehr Handlungszwang, mir zuzugucken wie die Wohlgesonnenen, denn denen darf ja nichts raus, damit sie ihre Seelenverbindung leben können. Ja, wir sehen schon, also bei 500 Zuschauern, wir haben jetzt schon 100, also wenn wir über 20-30% haben, ist schon gut, 100, ich kann leider nicht so auf, ich sehe eure Kommentare nicht. Ich weiß nicht, was ihr alles reinschreibt. Also schaut, jetzt sind da 70 Menschen, die mir unwohlgesonnen sind. Und jetzt passt mal genau auf, was jetzt passiert. Wenn ihr jetzt ärgerlich auf mich seid, egal wie ärgerlich, es hat ja nichts mit mir zu tun. Es ist ja nur deine gesellschaftliche Konditionierung, wie man dich geprägt hat, wie es dir mit mir geht. Du hast irgendwelche Informationen von mir im Vorfeld gekriegt oder du erlebst mich hier, verstehst vielleicht gar nicht, dass King Thomas eine Kunstfigur ist und erlebst gleich König Thomas. Das ist dir viel zu hart und verwechselst mit König Peter Fitzek und so, was der macht. Und ja, auf jeden Fall ist doch die Tatsache, wenn es jetzt in dir schlecht geht, lebt doch das Gefühl der Säuerlichkeit, der Schmerz in dir. Und die Menschen, die mir wohlgesonnen sind, geht's gut. Aber es ist nur eine gesellschaftliche Konditionierung, die du hast. Und da kannst du dich jetzt erlösen, denn du bist doch der Entscheider, ob du jetzt durch die Wut oder den Hass, den du auf mich projizierst, du kennst mich gar nicht wirklich, wer ich selber bin, du projizierst nur drauf. Wenn du jetzt entscheidest, genau in diesem Moment den Hass in Liebe zu wandeln, wirst du realisieren, dass der Schmerz in deinem Körper ja nur in dir ist. Du hast eine Wut auf mich, du hast mich vielleicht und du denkst, ich bin das, aber ich bin das nicht. Es kommt bei mir auch nicht an. Der Schmerz lebt innerhalb deines Fleischkörpers, er lebt in deiner Seele. Mhm. Und du kannst jetzt entscheiden, das zu wandeln in Liebe. Und dadurch wirst du von einer gesellschaftlichen Konditionierung, wie man mich zu verstehen hat, befreit. Und dadurch bin ich dein Erlöser. Und das wird jetzt passieren.
Du bist nämlich der Entscheider, ob es dir mit mir schlecht geht oder nicht. Wenn es dir noch gern schlecht geht und du bist dabei, okay, dann befriedigst du dir nur in diesem Livestream deine masochistische Art. Aber da bist du immer noch in einem perversen Dreieck zwischen der Sache, mir und dir selbst. Also erlöse dich heute und liebe seine königliche Heiligkeit und dir geht's dann besser. Dann fließt Liebe in dir, denn überall, wo deine Seele verkrämt ist und Ärgerlichkeit, wird irgendwann, weil immer die Seele auf den Körper den Einfluss nimmt, der Körper an dieser Stelle verhärten. Und du wirst einen Tumor, ein Magengeschwür oder einen Krebs kriegen. Also sei dem Leben gegenüber zuvorkommend und wandle den Hass vorher in Liebe. Dann geht es dir besser. Mit mir hat beides nichts zu tun. Ich bin einfach nur Thomas, seine königliche Heiligkeit, Majestät Thomas, dein Erlöser. Ja, jetzt ist jeder Hater wahrscheinlich völlig geplättet und weiß nicht mehr, was er sagen soll nach dem Vortrag. Es gibt keine Hater im deutschsprachigen Europa, weil das schon alleine ein Unwort ist, ein englisches Wort da reinzubringen, das so verallgemeinert. Ja, ich wüsste jetzt kein deutsches adäquates... Kann man das unwohlgesonnen oder Kritiker oder... Da gibt es so viele Worte, ja, wo man das mal richtig spezifisch zuordnen kann. Kritiker ist nicht dasselbe wie Hater. Also das, ja, das passt nicht so richtig. Hier gibt es alles. Aber haben Sie unangenehme Begegnungen gehabt mit Leuten? Wann? Wo? Jetzt, in letzter Zeit, die von TikTok kennen oder so vielleicht. Sind bei Ihnen schon mal zu Hause Leute aufgetaucht? Nein, ich war ja nicht zu Hause, ich war ja in Thailand. Sehr gut, ja, okay. Aber und die Menschen, die mich in Thailand besucht haben, das war alles sehr angenehm. Haben Sie auch Deutsche in Thailand besucht? Ja, immer. Natürlich, ich habe viel Besuch. Ach, dazu laden Sie auch ein? Das darf man. Ja, man fragt, ob man kommen darf. Muss man darf. Sich anmelden, ja. Vorher? Ja, also das Ticket nach Thailand gibt es nur übers Lichtkristallzentrum. Also man muss erst mal wissen, mit wem hat man es überhaupt zu tun, ja, damit man sich dementsprechend dann mit meinem Wirken in Thailand klarkommt und wiederum nach Thailand, nach Deutschland kommt man zu mir nur über Paradise Valley. Ja, okay. Also man kann nicht einfach sagen, ich komme mal zu Besuch, sondern man muss schon irgendwie so eine gewisse spirituelle Voraussetzung mitbringen. Nee, auch materielle, also zum Beispiel... Mein letzter Besuch, den ich aus Deutschland habe, war mein Anwalt aus Köln. Der hatte in Bali eine Hochzeit, wo er eingeladen war. Und auf dem Rückweg hat er einen Stopp in Bangkok gemacht. Und dann ist er noch zu mir gekommen. Das ist doch was anderes. Ich meine jetzt fremde dann, Leute, Zuschauer oder so. Nee, das mache ich nicht. Achso, das mache ich nicht. Okay. Gar nicht. Okay, nee, okay. Nee. Also wenn es Zuschauer sind, jetzt, wo ich, jetzt ist er auch raus, ne? Übrigens, Herr Kreimeier, viele haben auch erzählt auf YouTube und auf TikTok, dass wenn ich in Deutschland ankomme, die Handschellen klicken und ich wegen Steuerschulden gar nicht nach Deutschland einreisen kann. Also jetzt ist raus, ich bin da, ich bin in den Alterstudios in Hamburg. Ja. Die Polizei war noch nicht hier. Bisher, vielleicht kommt sie ja. Nee, im Gegenteil, also ich bin in München gelandet und direkt nach dem Zoll war gleich der erste Zöllner, ein TikToker, hat mich gleich erkannt und hat gleich ein Selfie mit mir gemacht. Und auch als ich gestern mit dem Auto hier hochgefahren bin, haben die Autos überholt und gewunken und Selfies gemacht beim Autofahren. Ne? Also, ja. So langsam komme ich an. Also wer mal irgendwann zu mir nach Thailand kommen will, hat jetzt, solange ich in Deutschland bin, die Möglichkeit, den Weg zu mir zu finden. Und dann kann er auch eventuell mal nach Thailand kommen. Aber Thailand ist für viele ein Urlaubsort. Für die Menschen, die spirituell interessiert sind, was ich mache, ist es knochenharte Arbeit. Das ist die Arbeit an sich selber.
Das ist der Paradigmawechsel. Was mache ich letztendlich? Raus aus der Matrix und rein zu dir selber. Selbstbewusstseinsimperialismus wäre vielleicht jetzt auch der schöne Moment. Ne? In England gab es ja auch so nebenbei noch eine Krönung heute. Ne? Habe ich von gehört, ja. Soll irgendwas laufen da drüben, was Unwesentliches. Mhm. Das ist die zweite Form des Imperialismus. Die erste Form des Imperialismus ist, so sagt Rudolf Steiner, ist der asiatische Imperialismus. Gott und König ist gleich. Deswegen, egal welche Religion da drunter ist, König ist gleich Gott und somit kann jeder glauben, was er will. Zweite Form des Imperialismus ist dann der Stellvertreter oder der Symbol-Imperialismus. Da ist eigentlich jetzt mit dem Tod vom Papst Ratzinger der letzte Imperialist, des zweiten Stellvertreter Gottes, ausgestorben und natürlich wiederum die Königshäuser, die noch wiederum durch die Segnung vom Papst autorisiert werden, die jetzt, also der kann gar kein König mehr werden, weil der letzte Papst, der wirklich göttlich ins Amt kam, war Ratzinger. Und Ratzinger hat ja dann entschieden, sein Amt niederzulegen. Das war die operative und die administrative. Aber seine Beziehung zu Gott als Gewählter, die kann er ja nicht ablegen. Warum kam Franziskus nicht göttlich ins Amt? Was ist der Unterschied? Ja, der hat ja praktisch nur Amt. Amt ist eben Amt. Amt, das ist die operative und die administrative. Das heißt, das Materielle, das Elementare zu verwalten, aber nicht das Geistige. Und der Franziskus hat nur das Elementare übernommen. Und wiederum bei uns in Deutschland ist ja die katholische Kirche ein Organ, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und somit nur ein Fragment der BRD. Als Körperschaft oder als Körperschaft des öffentlichen Rechts, so eine Kirche drin, aber mehr nicht. Und dadurch ist natürlich diese Übergabe praktisch, diese Verbindung von Gott, die der Papst hatte und als Autorität von Gott dann die Könige eingesetzt hat, ist der nämlich da, weil die heilige Verbindung hat er ja nicht mitgenommen. Und der argentinische Papst, der hat ja nur die Ämter übernommen, aber nicht die Gottheit. Weil es hieß ja damals immer, nur der Papst hat die Verbindung. Könntet ja nicht zwei gleichzeitig haben. Und ach so, okay. Ja. Jetzt verstehe ich das. Das ist der entscheidende Punkt. So, und deswegen ist aber jetzt, nach meiner spirituellen Mathematik, ist der argentinische Papst nicht in der Lage, eine heilige Segnung in England auszusprechen. Und auch nach dem Tod von Benedikt nicht? Auch nicht mehr. Nee. Weil der ist ja praktisch nur als Amtshalter eingesetzt und das ist auch sozusagen das Ende und das Untergang des Vatikans. Das Geld haben sie schon lang über die Postbank, über den Postverein Heiliger Stuhl in Mainz vom Deutschen Kaiserreich. Die ganze Knete ist schon raus. Die ist schon in Mainz wohl. In Mainz? In Mainz, ja, am Heiliger Stuhl in Mainz. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, ob der Heilige Stuhl zu mir oder ich zum Heiligen Stuhl in Zukunft komme. Weil nachdem der weg ist, bin ich auf jeden Fall die höchste spirituelle Autorität des deutschsprachigen Europas. Okay. Und das Potenzial, das wird stehen und so wird es auch fallen. Also das ist auch nur noch eine Fiktion der zweiten Ebene des Imperialismus, der Stellvertreter-Imperialismus, was das englische Könighaus, das ist die zweite Form des Imperialismus, Symbol und Stellvertreter-Imperialismus. Und dann in der heutigen Zeit leben wir im Wirtschaftsimperialismus. Diese Könige, vielleicht die wahren Namen können wir nicht, aber die könnten Bill Gates, Elon Musk, Soros oder weiß Gott wie heißen, ne? Auf jeden Fall leben wir jetzt in einem Wirtschaftsimperialismus. Das ist die dritte Form des Imperialismus. Und das beschreibt Rudolf Steiner ganz wunderbar, denn der besteht eben nicht nur aus dem rein wirtschaftlichen Imperialismus, sondern auch noch getragen vom Medienimperialismus und
von den Schattenregierungen, also den Logenimperialismus. Wir haben 1,5 Millionen Freimaurerlogen weltweit. Das ist schon ein nicht zu unterschätzendes Netzwerk, das hier den Planeten lenkt. Also wir haben die Schattenregierung, den Wirtschaftsimperialismus und den Phrasenimperialismus, verkörpert durch die Medien. Und nur durch diese drei wird seine königliche Heiligkeit und die Wahrhaftigkeit sichtbar. Und das ist die vierte Form des Imperialismus, der Selbstbewusstseinsimperialismus, wo wir selbst nicht mehr fremdgesteuert Herrscher über unsere Gedanken, Gefühle, Zellen und Handlungen zu werden. Diesen Selbstanspruch, diesen gesunden Egoismus, den möchte ich auch hier in dieser multimedialen Sendung auf Twitch, YouTube und TikTok, wo wir bestimmt eine große Geschichte schreiben heute, realisiert das. Werdet alle Herrscher über eure Gedanken, Gefühle, Zellen und Handlungen. Nehmt keine vorgefertigten Meinungen auf. Trainiert es wieder, euch eure Meinung selber zu bilden. Es ist so leicht, eine vorgefertigte Meinung zu übernehmen. Man hängt so leicht da drin. Ja. Und dann kommen in der Konsequenz immer die Handlungszwänge. Ich musste das machen, weil ich 20 Jahre vom System gejagt wurde, ne, mit meinem Wikipedia-Eintrag, um das Ganze zu überleben. Aber ich habe mir das nicht rausgesucht, aber ich bin für euch den Weg vorausgegangen. Und in dem Moment, wenn ihr eben noch glaubt, ja, Zigaretten rauchen, Alkohol trinken, ist geil. Nein, ihr lebt nur eine gesetzte Idee, wo man euch erzählt, wo ihr als Sklave wirtschaftsimperialistisch abrockt. Und habt einen gesunden Egoismus, nehmt mich als Vorbild und werdet Herrscher über eure Gedanken, Gefühle, Zellen und Handlungen. Und ich mache jetzt mal gleich eine Runde für alle Druckgeimpften, die sich impfen lassen haben, weil sie sich dem gebeugt haben, weil sie wieder saufen wollten, weil sie arbeiten gehen wollten wieder, weil sie wieder reisen wollten, weil sie ihre Familie ernährt wurden. Ich als gesund gebliebener und alle, die ihren freien Willen gehütet haben, im Namen dieser segne ich alle Druckgeimpften, die gegen ihren Willen geimpft haben. Ich segne auch alle, die bereut haben, dass sie geimpft sind, weil das war wie eine Vergewaltigung, das ist wie GEZ-Gebühren zahlen. Oder genau dasselbe. Die bereut haben, dass sie nicht geimpft waren. Gibt es auch vielleicht. Ja, kenne ich niemand. Man weiß es ja nicht so genau. Ja, also ich kenne halt niemand. Gibt auch eine Umfrage, die unlängst war. Wer kennt jemand, der an Covid gestorben ist? Und wer kennt jemand, der Covid-Nebenwirkungen hat? Und die Bekanntheit an Covid-Nebenwirkungen ist viel größer wie mit einer, habe ich gestern zufällig so ein Ding mit einer Umfrage gesehen. Also da denke ich, die Tatsache, ich kürze das mal ganz ab, wir haben an einem Versuch teilgenommen, denn es gab keine Langzeiterkenntnisse. Und solange ich eben keine Langzeiterkenntnisse habe, keine Langzeitstudien, konnte man mir auch keine Fakten vorlegen, wie riskant oder wie sicher die Impfung ist. Somit war es eine Studie. Na, es gab keine Langzeitergebnisse. Nee, wie sollte die es waren auch nicht da. Wie sollte es auch? So, also setzt man sich auf einem Risiko gewesen? Einer, setzt ja. Man sich dem Risiko einer Studie aus und das muss ich mit mir selber abwiegen. Ja klar, natürlich. So und deswegen ja auch keine Impfpflicht. Viele, viele genötigt und bedrängt worden und das sind für mich ist hier die höchste Form eines gewaltvollen Meinungsfaschismus ist die letzten drei Jahre durch die ganze Welt, aber was uns halt hier hauptsächlich in Deutschland betrifft, durchgerauscht. Und die sind auch jetzt nicht mehr zu diskutieren. Das ist schon alles offen raus. Das wird heute
ganz offen diskutiert. Und ich hoffe auch, dass viele sich daran erinnern, wer da was protegiert hat. Und wenn wir in Zukunft wieder ein gesundes Deutschland wollen, werden wir das nur kriegen, wenn wir die Verantwortlichen der letzten Jahre auch in die Verantwortung nehmen und uns nicht von einem Stress in den nächsten. Wir waren doch kaum mit der Impfkampagne, ist doch die ganze Bevölkerung komplett mit dem Ukraine-Krieg. Ja, aber, Entschuldigung, ich meine, transaliert worden. Es ist ja von Impfgegnern wirklich, sind ja Horrorszenarien formuliert worden. Die werden alle irgendwann sterben oder werden Krankheiten entstehen und was weiß ich. Das ist doch alles nicht eingetroffen. Das ist doch alles Quatsch, was erzählt wurde. Ja, also ich finde schon, dass das eingetroffen ist. Inwiefern denn? Ja, die Nebenwirkungen sind massiv. Welche denn? Ganz viele. Nicht, also, zum Beispiel. Ich kenne nur Leute, die geimpft sind und keiner von denen hatte irgendwelche Nebenwirkungen. Ja, interessant. Ich kenne einige, die sind geimpft worden, haben plötzlich Herzprobleme gekriegt, Gehirntumore gekriegt und so. Ich denke, wir leben alle in unterschiedlichen Welten und in Parallelgesellschaften aufgrund unserer Glaubenssätze. Ne? Und sie leben das halt auch sehr treu. Aber es bedeutet nicht, dass das Ganze dann nicht existiert. Das ist oft, sehen wir uns selber als das Zentrum des Universums. Und wenn wir da mal raussteigen, dann sehen wir mehr. Ja. Nee, ich bin da einfach, wie gesagt, ich bin da einfach total entspannt bei dem ganzen Thema. Ich verstehe diese Aufregung nicht, weil Sie jetzt schon 10-mal dieses Impfen irgendwie zum Thema gemacht haben. Ich? Ja, das wird ja andauernd 10-mal. Immer von Ihnen. Ja, weiß ich nicht. Also, ich verstehe diese ganze Drama also nicht, was daraus gemacht wird. Für mich, aus meinem Blickwinkel, ist das Verhalten, dass ich an der Tankstelle gehen muss, GEZ-Gebühren zahlen muss und die Sache, wie es ums Impfen lief, wo es mehrere Mechanismen noch in Deutschland geht, sehe ich alles als eine Vergewaltigung. Ich sehe GEZ-Gebühren als eine Vergewaltigung. Das ist eine Vergewaltigung gegen jegliche Intelligenz. Eine Vergewaltigung ist doch aber etwas, wo man tatsächlich auch sozusagen traumatisiert ist. Ja, auf jeden Fall. Ist man durch den GEZ-Beitrag traumatisiert? Ja, auf jeden Fall. Inwiefern? Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich bin ja auch bekanntermaßen kein GEZ-Freund, ja, wie Sie wissen. Also, ich hoffe, die Zuschauerzahl geht nicht runter, wenn wir zwei uns mal einig sind. Ne? Also, die Tatsache ist, bei den GEZ-Gebühren, diesen Blickwinkel. Ich mache da mal eine Metapher. Ne? Stell dir vor, du läufst auf dem Gehweg deines Lebens und du bist 18 Jahre alt geworden, hast eine eigene Wohnung und läufst auf dem Gehweg deines Lebens und plötzlich steht einer mit einer Pistole da und sagt, 17,50 Euro bitte. Mhm. Und du sagst dir, für was? Ja, du bist jetzt alt genug und du hast eine Wohnung und du zahlst jetzt 17,50 Euro. Nee, hab keinen Bock, wir können es mal versuchen. 18,36 Euro sind es. 18,36 Euro. Na, sagt er, kannst du ja mal versuchen. Ne? Du zahlst es und dann denkst du, ja, ich habe ja ein Einkommen, das kann ich schon wegdrücken. Eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich zahle es halt. Und ich muss es ja zahlen, ist ja eine Zwangsgebühr. Komm ja nicht raus. Okay, das ist die Knarre, die dir hingehalten wird. Und dann gehst du weiter, da steht auch gleich eine Tür, wo du dann reingehst, das ist Fernsehen. Ne? Und jetzt stellen wir das mal vor, in der Welt wird es sichtbar. Ich gehe jetzt mal in die Halbwelt, in die Prostitutionswelt, als Metapher. Mhm. Steht da so ein Typ mit der Knarre und sagt, hier 17,50 Euro oder 18 Euro so und so Betrag. Jetzt gehst du da rein und zahlst und sagst, da kannst du dich jetzt vergnügen. Ne? Ins Freudenhaus kannst du rein, kannst dich vergnügen, Fernsehen gucken. Ne? Und jetzt gehst du da rein. Und jetzt realisierst du, ja hey, die Nachrichten sind selektiv vorsortiert, da werde ich gebrainwashed, da werden Dinge erzählt. Mein Gott, was die über mich zum Beispiel sagen, das will ich gar nicht. Ne? Also ich will das gar nicht, ich brauche das gar nicht. Gehst da rein, bist komplett enttäuscht und kommst wieder zurück und sagst, hey, ich dachte, da sind Frauen drin, jetzt bin ich aber nur von Männern hergenommen worden, ne? Ich habe da gar nicht das gekriegt, was ich erwartet habe. Dann sagt er,
Du weißt doch, wie das Geschäft läuft. Du hast vorher bezahlt, also wolltest du es. Du hast vorher bezahlt, also ist es das, was du da machst, deins. Du musst ja da nicht reingehen. Zahlen musst. Du musst da nicht reingehen. Aber wenn du da reingehst, wirst du belogen. Wirst du betrogen und gebrainwashed. Speziell jetzt, wo wir noch in Kriegszuständen sind, ist alles, was da läuft, Propaganda. Also muss ich bezahlen, um die Propaganda zu kriegen, was man freie Meinungsbildung nennt. Ich habe zu Corona-Zeiten manche Nachrichtensendungen analysiert, wo so schnell Informationen rausgehauen würden, dass in den Menschen Neurosen gesetzt werden, dass er komplett, wenn ich die 20 bis 2015 Nachrichten angucke, das verkraftet gar keine Seele, was da mal so in 10 Sekunden gesagt wird. Na, ich könnte das mal in einem anderen Rahmen mal die eine oder andere Sendung aufsortieren, was dir da für Zahlen um die Ohren fliegen. Ne? Ja. Also, und anhand dieser Metapher ist es ganz klar zu erkennen, oder auch die Würde eines Menschen, wenn er als Kunde praktisch, wenn er nicht mehr Kunde ist, sondern Sklave. Und selbst wie pervers in Corona-Zeiten, warum hat man nicht einen Tankwart hingestellt? Warum musste, weil das Prinzip noch heiliger war, dass man in dieser Erniedrigung bleibt. Man hätte doch einfach Arbeitsplätze schaffen können, sagen wir, stellt wieder einen Tankwart hin, damit nicht jeder den Schnorchel, wo die Ansteckungsgefahr wäre. Da hätte man doch einen Tankwart wieder anstellen können. In andere Länder gibt es noch einen Tankwart. Hat man nicht, weil dieses Erniedrigungsprinzip immer wieder dasselbe ist. Wir sind praktisch... Na, das kann doch eher mit Kostengründen zu tun haben. Sie können darüber nachgehen, ob es um die Impfung geht, wie es an der Tankstelle, 24 Stunden Suchtversorgung mit dem ganzen Ablauf an der Tankstelle, GEZ-Gebühren, Tankstellenablauf und Impfablauf ist letztendlich immer ein Vergewaltigungsprogramm. Das sind die telemedialen Viren, die hier verbreitet werden. Wenn der König niest, sagt man auch nicht Gesundheit, sondern War ist, weil ich dann transzendiere. Wie heißt das? War ist? Ja, kommt aus dem Schwäbischen, aufs Hochdeutsche übersetzt. War ist es. Ah, und abgekürzt War ist, weil ich da transzendiere. Ja, aber das nochmal. Das mit der Tankstelle habe ich noch nicht... macht mal einen Denksport im Auftrag des Königs. Der Mechanismus, was mit dem Impfen passiert ist, der Mechanismus, wenn wir an der Tankstelle sind, und der Mechanismus GEZ-Gebühren ist immer die Vergewaltigung und vergewaltigt zu sein in der Selbstverständlichkeit. Geht mal alle ein bisschen denken in die Welt von Ursache und Wirkung. Erlaubt euch mal, euren Horizont ein bisschen zu erweitern. Früher oder später werdet ihr sagen, aha, ich kann es ganz klar erkennen. Es ist immer dasselbe prostitutive Vergewaltigungsmechanismus einer Seele. Aber ich verstehe dabei das mit der Tankstelle noch nicht, ehrlich gesagt. Warum nicht? Nee, ich bin Kunde. Ich als Kunde bedient werden, dass ich alleine aus dem Auto aussteigen muss, ist eine Erniedrigung. Früher hat man einen Tankwart gehabt, du konntest vom Auto aus bezahlen, das ist auch in anderen Ländern so. Wenn ich in Thailand bin, bleibe ich im Auto sitzen, ich kriege die Rechnung, ich muss nicht aussteigen, ich bleibe in meiner Würde als Kunde. Boah. Ich bin Kunde. Ja, Sie haben sich daran gewöhnt. Man hat es doch selber im Griff, wie viel man tankt. Sie haben sich daran gewöhnt, Herr Kreimeier. Ich bin kein Autofahrer, deswegen muss ich mich daran nicht gewöhnen. Ja, aber an diese Mechanismen, wir sehen im Gegenteil, wenn wir diese Mechanismen nicht bedient bekommen, fühlen wir uns nicht geliebt. Das bedeutet, wir leben in einer Gesellschaft, dass wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen, immer wir unseren Wohltäter schänden und unseren Schellner huldigen. Somit leben wir in einem allgemein durchgehend funktionierend perfekt satanistischen Vergewaltigungssystem. Da muss man erst mal durchbrechen. Ich war ja auch in dieser Selbstverständlichkeit drin, als ich mich mit Alkohol platt gemacht habe, zugesoffen habe, 3 Schachten Rothändle-Filter am Tag. Ich weiß doch, in welchem System ich gefangen war, was das für ein Teufelskreis ist, in Zigaretten und Alkohol gefangen zu sein. Ja. Das ist ein Teufelskreis. Aber ich habe doch an der Tankstelle, wenn ich selber
Zapftanke sozusagen und den bestimmen kann, wann ich die Zapfpistole wieder rausziehe, ist das doch mein freier Wille sozusagen? Nein, das ist Quatsch. Doch viel besser, als wenn ein Tankwart das macht. Ich sage doch zu dem, mach voll oder 30 Euro oder 50 Euro. Das fragt er doch. Ja, gut. Und nochmal, wenn wir tatsächlich aufgerichtet gewesen wären in der Corona-Zeit, dann wäre Tankwart Pflicht gewesen, weil man gesagt hat, so hält man das Ganze neutral und so lässt man trotzdem noch jeden den Schnorchel in die Hand nehmen. Ja. Da hätte man ganz klar richtig denken müssen, sagen, nee, das wäre ein Virusherd, der überträgt sich was. Und man hätte gleich, wie bei McDonald's im Drive, zahlen können und nicht noch durchs Verkaufslabyrinth. Wenn ich dann noch, die normalen Läden gehen ja noch, aber es gibt ja Raststätten, da gehst du wie durch ein IKEA, musst du erst mal durch ein ganzes Konsumlabyrinth laufen, bis du vorne zahlen darfst. Ja. So, und dann darfst du nicht mal mit dem 500er oder mit dem 200er zahlen. Die großen Scheine wollen sie auch nicht mehr. Aber bitte deine Kreditkarte. Und Deutschmark nehmen sie auch nicht an? Ja, das ist ja so. Normalerweise hat der Tankwart dann die Deutschmark und sagt, weil es mir Spaß gemacht hat, sie zu bedienen. Ah. Also die Deutschmark hat die Bedienung zum Beispiel und gibt dem Gast Deutschmark, weil es ihr Spaß gemacht hat, zu bedienen. Die Deutschmark hat der Schüler und gibt die dem Lehrer, weil er einen tollen Unterricht gemacht hat. Aber die Leistung des Lehrers als Schüler zu würdigen, ist ja political incorrect. So genau wie es political incorrect ist, königliche, meisterliche Qualitäten in Deutschland zu achten und zu lieben, damit wir alle schön in der Kellergeisterqualität bleiben. Ne? Aber dann müssten Sie ja auch ein Problem mit Supermärkten haben, weil da muss ich ja auch alles selber mir in den Wagen packen. Und das macht nicht... Der gute alte Tante-Emma-Laden, da konnte ich früher sagen, bitte einen Pfund Kaffee und die, und dann haben die mir das alles... Ja, also ich habe gar kein Problem damit, weil ich lasse für mich einkaufen. Ja. Ich selber gehe nicht. Also passiert mir auch manchmal und manchmal übe ich das. 2020 lebte ich noch mal 3 Monate in Berlin und habe da noch mal komplett weg vom königlichen Palast mich ein Apartment im Sony Center in der... Ja, wie nennt sich das, in der Botschafter-Lounge eingemietet, der Diplomaten-Lounge im Sony-Center und bin dann auch nochmal ganz normal selber einkaufen gegangen, habe das nochmal 3 Monate von Grund auf gesagt, kann ich das auch noch? Mhm. Was bedeutet das in Corona-Zeit? Das war schon hart. Mhm. Also was ich verstehen kann, das ist ja in Asien tatsächlich auch anders und in den USA ja auch, dass wir in Deutschland halt so eine Servicewüste sind und immer wenig Personal überall ist. Es geht um Erniedrigung, es geht hier um Energie und Erniedrigung und nicht um Geld. Doch, so wie, ich glaube, dass das mit Kosten nein, zu tun nein, hat. Nein, überhaupt nicht. Als ich in Tokio war, war ich auch begeistert, wie überall an jedem U-Bahnhof überall auch Personal stationiert ist. Auf den Bahnhöfen laufen da Leute rum und auch überall. In Deutschland hast du ja teilweise, wenn es abends nach 22 Uhr ist, hier in Hamburg, sind das ja Geisterbahnhöfe. Da hast du ja niemanden, der dich schützt im Falle eines Falles. Mhm. Und es ist in anderen Ländern ist das viel mehr auch überwacht, auch von Personal. Ne? Ja. Also nochmal, ich gehe davon nicht runter. Wir sind in einem Missbrauchssystem in der Selbstverständlichkeit gewohnt und aus diesem unerkannten Missbrauch in der Selbstverständlichkeit muss sich jeder durch eine geistige Arbeit, indem er sich selber hinterfragt, befreien und es durchschauen. Man kann davon niemand überzeugen. Das macht irgendwann Klick, dann hast du die Erleuchtung. Das erkennst du dann einfach. Kommt ja Oft auch mit der Altersreife, meistens ist es dann zu spät, aber es ist so, wirklich. Ich bin den Weg durchlaufen. Aber ich war ja praktisch auf der anderen Seite des Flusses. Ich habe ja diesen Mangel alles gelebt. Ich habe alle Schichten der Bevölkerung gelebt. Ich weiß doch, von was ich spreche. Ja, aber dieses mit der Tankstelle, das macht mich irgendwie fertig, weil ich irgendwie... Da wollen Sie da was hineininterpretieren, was ich nicht sehe, ehrlich gesagt. Das ist Hochmissbrauch. Vielleicht bin ich ja auch wirklich... Von Haus aus so entwürdigt. Deswegen haben Sie ja auch auf einen guten Rat sich dreimal impfen lassen.
Aber für mich, bitte nehmen Sie es nicht persönlich, haben Sie Ihren freien Willen abgegeben. Und zwar, ich sage das auch, jeder, der sich impfen lassen hat, hat seinen Gott, ob er Christ ist, Jesus Christus, ob er Buddha oder Moslem ist, braucht er nicht mehr. Wer das gemacht hat, der hat seinen Gott verraten. Jesus, Mohammed und Buddha, die hätten sich nie impfen lassen. Hat es auch damals nicht gegeben. Wie kann man überhaupt sagen, dass wir als Mensch uns auf einmal nur eine Technik den Arsch rettet? Das geht doch gar nicht. Wir vergöttern doch dort die Pharmaindustrie. Damit machen wir doch die Technik und die Pharmaindustrie zu Gott und nicht mehr die Schöpfung. In dem Moment sind wir einfach weg von der Schöpfung. Sind wir weg. Dann glauben wir halt an die digitale Welt. Und das ist halt auch passiert. Solange wir diese Tiere, die getötet wurden, die gegessen haben, solange wir Tiere essen, die mit genmanipuliertem Mais gefüttert werden, landen wir natürlich auch am Trog des gezüchteten Bewusstseins. Und dann leben wir TikTok und nutzen es nicht. Dann sind wir eben gezüchtetes Bewusstsein. Und alle diese Menschen, die jetzt eben dreifach geimpft sind, sind für mich ins gezüchtete Bewusstsein geimpft worden. Ganz klar. Vielleicht haben Sie auch Verfolgungswahn, das kann ja auch sein. Das ist Spekulation. Vielleicht sind Sie ja der Verrückte und nicht die anderen, das kann ja sein. Nein, das ist nicht der Fall. Meinen Sie nicht? Was heißt verrückt? Ich bin ein sehr klarer Typ. Ja, ich auch. Und habe mir das erarbeitet und ich war auf der anderen Seite des Flusses. Ich war in dieser Welt. Und ich habe durch auf dieser, ich sage ja, was hat mich gekrönt? Es war die Flucht vor dem System mit den Pressekampagnen und diese Lüge, die mich dahin getrieben hat und mich gemacht hat. Das war nicht mein Ziel, König zu werden. Das ist mir wirklich auf der Flucht vor dem System passiert. Da habe ich noch nicht mal dran gedacht, als wir uns kennengelernt haben. Nee, da haben wir schon das Königreich gegründet gehabt. Nee, da haben wir das Königreich noch nicht gegründet gehabt. Das kam erst 2008, als wir schon in Plüderhausen waren. Und unser Gespräch war im Sommer 2008 und erst im Dezember. Mhm. Also als wir uns da getroffen haben, hatte ich noch nicht die Idee, dass wir die telemediale Lebensschule ins Vereinte Heilige Deutsche Königreich. Das kam 2 Wochen vorher, die Idee. Mhm. Mhm. Da war noch nichts davon da. Ja. Wahnsinn. Also vielleicht habe ich ja auch, vielleicht habe ich dich ja auch inspiriert dazu. Kann ja auch sein. Ja, wir haben auf jeden Fall... Ich bin schuld. Ich bin schuld, Sie nicht. Ich bin an allem schuld. Ja. Denn Sie haben ja auf mich reflektiert und ich nicht auf Sie. Ja, ist gut. Dadurch bin ich Ursache und Sie eben Wirkung. Aber... die Zeit, der Paradigmawechsel, ne? Das ist eigentlich die Erkenntnis. Ich freue mich über diesen Nachmittag, dass wir heute den Samstag mitteilen. Ich fühle mich sehr wohl. Sie haben mir eine Riesenkanne Tee hingestellt. Ja, ich bin natürlich ein bisschen erkältet. Ich fühle mich sehr wohl hier bei Ihnen. Und das freut mich sehr, vielen Dank. Bin total mit jeder Sekunde happy, die ich mit Ihnen hier verweile. Und ich hoffe, Sie empfindet mich auch als bereichernd. Ja, auf jeden Fall. Das macht mir großen Spaß. Ja. Auch wenn es teilweise ein bisschen abgedreht ist, sage ich mal. Aber da kann ich ja mit umgehen. Ja, wo geht es überhaupt jetzt mit Ihnen hin? Also der Stil, wie Sie ja bisher Ihre Formate gemacht haben. Ich finde, Sie könnten auch mal wieder ein bisschen refreshen und ein bisschen einen neuen Stil machen. Sie sind noch so ziemlich altmodisch am klassischen Fernsehen orientiert. Bin ich das? Weiß ich nicht genau. Also. Was ist denn refreshen? Was heißt das? Ja, kürzere einfach, Clips machen oder wie? Ja, tiefere Sachen oder so. Oder ja, wie kann ein Typ wie Sie, der eigentlich seinen Einstart auf YouTube und Twitch hat, wie kann ein Typ wie Sie TikTok verpennen, die beste Reichweite, die beste Distribution. Ne? Wir haben bei TikTok passieren? Einen Account, der ist aber kaum genutzt. Ja, wie kann sowas passieren?
Ich möchte nicht dem chinesischen Regime hinten reinkriechen. So wie Sie. Das ist jetzt mal ein Argument. Ja, ne? Das finde ich mal richtig toll. Ja, ja, also dann gehen wir da mal in die Wunde rein. Tatsächlich wurde viel Geld damit verdient, dass ein Diss-Video in einem Match bei TikTok gibt es so Live-Matches. Und da wurde ich praktisch zum Preis gemacht, nämlich der Verlierer musste ein Diss-Video gegen mich machen. Also mit Rufmord, ne? Also da hat einer mich angesprochen, hey alter Mann, pass mal auf, was du sagst und so. Ein Diss-Video. Und das war der Preis. Also es wurde nicht mal diskutiert, ob man gegen mich was macht, sondern der Verlierer musste ein Diss-Video machen. Somit sind alle, die Geld gespendet haben in diesem Match, und da ging es viel Geld, also bei so einem Match, bei starken Streamern, die machen das schon mal, bis zu 1 Million Coins. Wir reden da schon von 4.000-5.000 Euro in 5 Minuten Einnahmen, ne? die da generieren, geben da dann mit einer Zuschauerzahl von 10.000, 20.000 Zuschauer eine Kollektivmasse an Einnahmen als Auftraggeber für einen Rufmordkiller. Und somit haben wir illegales Glücksspiel, denn das Diss-Video, also der Hass gegen mich, wird zum Spieleinsatz illegales Glücksspiel mit Gewalthintergrund. Und wer verdient immer dran mit? 50% Tiki-Toki. Ja? Und wer macht? Das kann ich nachvollziehen. Ja. So, und jetzt haben wir drei Strömungen. Wie kommt Geld nach TikTok? Von Menschen, die sich erarbeitet haben, von Jugendlichen, die das Geld über ihre Eltern, über das Taschengeld haben oder über die Kreditkarte ihrer Eltern. Jemand, der hart für sein Geld arbeitet, der kommt gerade mal so durch, der kann nicht noch Geld raushauen auf TikTok. Er muss schon was übrig haben, dass man da einfach mal 200, 300 Euro so raushaut oder dass solche Beträge kommen. Oder dann die ganze Schwarzgeldindustrie, das ganze Privatgeld. Oder sind es die Sozialkassengelder? Also meine Steuergelder, die über Sozialkasse, das was noch neben Zigarette und Alkohol übrig bleibt, gebe ich dann dort aus. Das sind die drei Grundquellen. Legales Einkommen, Sozialeinkommen oder Schwarzgeldeinkommen. Mal die drei Grundströmungen. Mit denen wurde das Rufmord-Video finanziert, anonym. Wenn ich jetzt sage, hier Rufmord, Strafanzeige gegen die Auftraggeber, müssen wir die Konten von denen, die das Video gemacht haben, messen, wer hat wo, wie, wofür bezahlt. Weil das sind Auftragskiller, Rufmord, und die da hinten drauflegen. Und hier sehen wir dann eben eine Dynamik, wo dann auch, na, da muss ich jetzt vorsichtig sein, sonst komme ich noch mehr, muss da... Das müsst ihr euch jetzt denken. Auf TikTok gibt es zwei Bevölkerungsschichten, die sozusagen das Kapital-TikTok führen und dominieren, die ich jetzt aber nicht ausspreche. Das muss jeder selber so ein bisschen raus erfahren. Die ziehen die Knete dann raus und dann geht die Hälfte zu den Chinesen. Aber wenn jetzt noch der Anteil, ich bin ja noch immer noch Hochsteuerzahler in Deutschland, habe ich ja dann letztendlich mit meinen Steuern, womit wiederum die Sozialabgaben bezahlt werden, die vom Staat durchgehen, die dann wieder beim Gewinnspiel ausgingen, habe ich mit meinem eigenen Geld meinen Auftragskiller bezahlt. Das ist wieder so ein perverser Kreislauf. Und da wird auch was passieren und da kann ich auch ihre Haltung verstehen, nicht von den Chinesen, denen das da nicht zu gönnen, wobei ich einfach sage, für mich, wie ich die Welt verstehe, haben wir eine wirtschaftsimperialistische Welt im Westen und eine werteimperialistische Welt im Osten. Aber sie sind beide imperialistisch und zwar auch Kapital unterdrückend imperialistisch, die hier gerade gucken, wer
wird hier den Planeten beherrschen, 2030 in dem Wettrennen. Da haben wir nichts zu bestimmen. Und welche Form von Missbrauch, das wird nochmal spannend, aber das ist ein Argument. Ja, das ist wirklich ein Argument, zu sagen, ich stärke da nichts. Aber andererseits muss ich sagen, wenn ich TikTok erlebe, ist TikTok auch im deutschsprachigen Raum und das halten sie ziemlich ein. Die einzige Plattform, wo du frei durch Diskussionen untereinander Meinungsbildung betreiben kannst. Und TikTok ist die offene und größte wahre Meinungsbildungsplattform Deutschland. Alles andere ist doch vom System komplett reguliert. Unsere Tageszeitungen sind komplett reguliert, die sind komplett rechtsstaatlich zu 100% ausgerichtet. Die großen Fernsehsender und ARD, ZDF, die sind alle zu 100% ausgerichtet. Da ist keine Meinungsbildung möglich, da hast du nur eine Strömungsrichtung. Und auf TikTok kannst du auf ganz vielen tausenden Kanälen mit 20 Zuschauern, mit 100er, dir wirklich zu jedem Thema deine Meinung bilden, was da an Religion, das sind Moslems, die sich mit Christen auf die Glocken hauen, alles, alles, alles. Und ich glaube auch an Interaktivität passiert auf TikTok Deutschland mehr wie in allen anderen Ländern zusammen. Rein interaktiv. Ja, aber ich glaube, da unterschätzen Sie Twitch zum Beispiel. Ja. Also bei YouTube würde ich zustimmen. YouTube ist extrem reguliert, auch inhaltlich. Das ist wohl wahr, ja. Da sind wir uns einig. Aber ja, ich weiß nicht. Bei TikTok ist es ja, es ist ja so eine oberflächliche Form, also rein technisch in gewisser Weise. TikTok? Ja. TikTok stellt dem User im Gegensatz zu YouTube, wir waren von Anfang an in YouTube dabei, ne? Da hatten wir tolle Templates, wir konnten die Kanäle individuell gestalten, ja. Wir konnten sehen, wie viele Kanalbesuche wir hatten und man hat das Ding immer flacher runtergestrickt. Mhm. Und ich habe noch nie eine Plattform erlebt, die sich so Mühe gibt, alle Möglichkeiten ihren Anwendern zu bieten. Wirklich. Im Live-Bereich und für Kurzvideos die besten Schnittsachen. TikTok ist wirklich absolut konsumerorientiert und bietet ihren kreativen Hosts alles, damit sie die beste Spielwiese haben. Also noch nirgendwo konnte ich meine Kreativität und Multimedia-Vielfalt besser ausleben wie auf TikTok. Ich wünsche mir, mir waren 6 zu wenig, ne? Ich sage, ich hätte gern 9 Tänzer, bam, schon ein paar Tage, ein paar Wochen später konnten ich auf einmal nicht nur 6 Gäste, sondern 9 Gäste. Und längst habe ich sogar gesehen, schon gleichzeitig 16 jetzt, zum Teil schon möglich, laufen schon die Versuche. Gleichzeitig 16 in einem Live. Mhm. Und das super koordiniert mit den Geschenken. Also es ist ein hoch intelligenter Apparat, wo wir sagen, Development, Kundefreundlichkeit, alles dem Kunde zu bieten, habe ich noch nie so eine verspielte Verliebtheit an Möglichkeiten wie bei TikTok erlebt. Man muss da wirklich mal reintauchen, die bieten dir wirklich alles, dass du wirklich viele Tools hast und sind halt noch am Wachstum. YouTube hat es am Anfang auch gehabt. Aber jetzt ist TikTok für mich mit Abstand die wichtigste und beste Plattform. Auch für mich steht und fällt alles in Deutschland mit TikTok. Weil für mich ist TikTok der einzige Mainstream mit Meinungsvielfalt. Mit Abstand das Beste. Da gibt es halt im Geldverdienen noch mit dem Bereich Gewalt. Da muss nachreguliert werden. Und da müssen wir schneller sein wie der Gesetzgeber, sonst kann es sein, dass TikTok Deutschland schneller weg ist wie in Amerika. Aber Fitna, der Begriff, den wir auf TikTok sagen, wenn jetzt schon RTL Fitna gegen den König macht, ne, dann wissen wir, dass RTL jetzt schon zwanghaft versucht, Zuschauer von TikTok nach RTL zu kriegen. Machen wir nicht mehr. Was sagen Sie denn dazu, dass die Öffentlich-Rechtlichen auf TikTok auch mittlerweile Accounts betreiben? Ihnen bleibt nichts anderes übrig.
Okay. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, natürlich. Sie damit müssen damit Sie den Trend nicht verschlafen, oder wie? Ja, wer da nicht mitmacht, TikTok, wer da nicht drin ist, dann bist du raus. TikTok ist die, da ist alles Geld der Welt. Ist doch gruselig, wenn das so ist. Ja, das ist, aber nach der Zensur von YouTube, ich habe jedes Jahr meine Neujahrsansprache gehalten auf YouTube. Und 2023 war die auf einmal weg, wo ich das Thema Corona und den Begriff Nadel und Impfen in den Mund genommen habe, war weg. Ich hatte sogar eine Verwarnung. Und dann habe ich gesagt, wenn das so stark mit der Zensur auf YouTube ist und ich das nicht mal mehr innerhalb... Aber TikTok hat doch auch ja, langsam. Tabus aber, und No-Gos. Genau, aber TikTok hat richtig was für meine Reichweite getan und YouTube überhaupt nicht. Ja gut, das kann und, ja sein. Ich hatte aber bei YouTube so, als, wenn TikTok, Jahre, als wenn TikTok das Jahre Paradies Alter, für freie Meinungsäußerung ja, wäre. Ist es auch. Ist es auch. Man muss ein bisschen lernen, wie man sich dort bewegt. Man darf verstimmte Worte nicht in den Mund nehmen. Aber wenn nehmen. Es gegen das chinesische Regime geht, gibt es bei TikTok auch Einschränkungen und Zensur? Naja, TikTok, die machen das klug. Die verblöden uns komplett mit TikTok. Natürlich TikTok, dieser ganze Effekt, dass es dir das Dopamin durch diese Kurzvideos hochfährt, machen sie mit ihrem eigenen Volk nicht. Die Jugendlichen in China dürfen nur 30 Minuten scrollen am Tag. Aber die sagen einfach, wir verblöden Amerika und Deutschland voll und den Westen. Und wenn die voll verblödet sind, dann schlucken wir sie. Also die Chinesen haben natürlich... Also ist noch eine nette Maßnahme den chinesischen Jugendlichen gegenüber, wenn sie TikTok nicht Ja, die machen halt sich selber nicht blöd. Die sind ja klar, die sind ja nicht doof. Die verblöden das Volk in anderer Völker, aber die verblöden sich nicht selber. Das machen sie ja clever. Ja gut, das ist jetzt gerade irgendwie eine Umkehrung, glaube ich. Das ist eine Kriegsführung. Kriegsführung, ja. Das ist eine Kriegsführungstaktik, oder? Ja, es ist Zensur, die Sie gerade jetzt sozusagen umkehren oder als was Schönes, Positives darstellen wollen. Naja, es ist richtig. Die Jugend an der Stelle nicht zu überfordern, das ist ein richtiger Schutz und das fehlt bei uns. Wir haben gar keinen Jugendschutz. Das ganze Thema Frühsexualisierung und bei uns in Baden-Württemberg, da machen sie jetzt den Bürgermeister schon ab 18, ne? Also die Unmündigkeit wird total gefördert. Bürgermeister kann man jetzt schon ab 18 werden, früher war es ab 25, für was, ne? Nur die Unmündigkeit zu fördern und die Altersobergrenze auch unbegrenzt. Also jetzt kann einer auch noch, wenn er Alzheimer hat und schon nicht mehr denken kann, solange er noch schnauft, kann man den wählen und der bleibt Bürgermeister. Sie haben nach oben die Altersbegrenzung aufgehoben und haben die Altersbegrenzung. Sie fördern eindeutig Unmündigkeit. Ich habe insgesamt mit 4-5 Wahlanfechtungen bestimmt 500 DIN A4 Seiten über Wahllücken, speziell bei der Briefwahl, die hohe Latenz. Die machen eine Kommunalwahlreform und haben die 500 Seiten geschafft, komplett zu ignorieren, haben nicht nachgebessert, wo es ganz offensichtlich ist, und haben die Tür noch weiter für Wahlmanipulation aufgerissen. Und dass im zweiten Wahldurchgang nicht mehr ausgestiegen werden kann, macht man aus einer demokratischen Wahl eine statische. Und Demokratie zeichnet sich immer durch angepasste Lebendigkeit aus. In dem Moment, wenn ich etwas Statisches reinziehe in einen organischen Prozess, habe ich die Diktatur drin. Und somit hat man eben mit der Entscheidung, dass jemand, der seine Bewerbung abgegeben hat, im zweiten Wahldurchgang nicht zurückziehen kann, ist er in seiner Freiheit eingeschränkt. Das geht nicht. Das ist von meinem demokratischen Verständnis absolut verfassungswidrig. Das Schlimme ist, dass da an der Stelle noch dann eben die letzten Systemparteien, die setzen einfach nur einen Kandidaten. Somit hat man alle Systemabhängigen, wenn die einen setzen, noch als Stimmen gegen die, die das freie System kippen können. Man muss das so sehen. In Baden-Württemberg ist man davon ausgegangen, wenn die Situation eintritt, dass es einen korrupten Gemeinderat, der gemeinsame Sache mit dem Bürgermeister macht, dass man das übers freie Feld kippen kann, wenn die sich auf einen Bürgermeister festlegen, indem jeder seine eigene Stimme ins freie Feld schreiben kann. Und wenn dann die Mehrheit der Bürgerschaft über 50% hat
und der Bürgermeister hat keine 50% der Stimmen erreicht, gibt es einen zweiten Wahldurchgang. Und dann können die Bevölkerung sich auf einen einigen, wer es dann macht, um dann das korrupte System zu kippen. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn einer in Baden-Württemberg schon mal Bürgermeister war, ist er auch als Bürgermeister wahlberechtigt und kann eine Stimme haben, selbst wenn er nicht im Ort wohnt. Normal nur im Ort, aber wenn du Bürgermeister bist, bist du auch für die nächste Wahl, hast du eine Stimme. Bedeutet, wenn niemand wählen gehen würde und der Bürgermeister würde als einziger sich selber wählen, wäre er Bürgermeister mit nur einer Stimme, das ist in Baden-Württemberg möglich. Damit man überhaupt einen hat. Ja, aber das ist doch überall so. Ich habe doch auch als jemand, der zur Wahl antritt, auch eine eigene Stimme, die ich abgeben kann. Nein, das habt ihr, glaube ich, in Hamburg nicht, das freie Feld. Ihr könnt nur auf einer Liste was ankreuzen. Ihr könnt nicht euren eigenen Namen reinschreiben. Ach so, ja, das freie Feld haben wir nicht, nee. Genau. Aber das ist selber durch auch das freie Feld kommen wir auf die Ebene einer Basisdemokratie. In dem Moment, wenn du nur eine Auswahl hast, ist es ja nur die Bewerberauswahl. Und ich kann in Baden-Württemberg mich als Bürgermeister, freier Bürgermeisterkandidat wählen lassen, ohne mich vom Gemeinderat zuzulassen. Ja. Als Bewerberkandidat, weil das ist ja nur die Stellenausschreibung. Aber ich brauche keine Fachqualifikation, sondern in Baden-Württemberg wollen wir eigentlich einen Bürgermeister, der gemeinsam mit dem Rathaus die Interessen der Bevölkerung vertritt, gegen die Interessen der Gemeinderäte. Also wir wollen eigentlich in Baden-Württemberg nach der Idee des Kommunalwahlrechts Baden-Württemberg einen starken Bürgermeister mit einem starken Rathaus, der gegen die fraktionsabhängigen Gemeinderäte, die wiederum ihre Parteiparole haben, dadurch sicherstellen, dass der Bürgermeister die Interessen der Bevölkerung vertritt. Da in dem Moment, wenn aber die Gemeinderäte praktisch den Bürgermeister stellen, die haben dann einen Rathauschef und dort ist dann auch der Bürger nicht mehr Bürger, sondern Kunde. Und diese Möglichkeit gibt es in, glaub, das sind 4 Bundesländer in Deutschland. Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg und noch eins, das weiß ich gerade nicht. Gut, ich glaube, den Punkt haben wir langsam verstanden. Es ist jetzt 18 Uhr. Wir haben 3 Stunden hinter uns gebracht, das unglaublich. Extrem schnell, hohe Frequenz. Und deswegen machen wir jetzt auch einen Schnitt, weil wir heute Abend noch eine Veranstaltung haben. Aber ich denke, wir haben uns 3 Stunden lang hier gut unterhalten miteinander. Es war also, Sie eher mit mir als ich mit Ihnen, aber ist ja auch in Ordnung. Jeder kann sich seine eigene Meinung bilden über das, was wir heute hier gehört haben. Ich habe ja kluge Zuschauer und Sie auch. Ja, die Sendung bleibt auch auf YouTube erhalten, oder? Selbstverständlich. Eine 3-Stunden-Sendung. Ja. Ja. Wir haben viel angekratzt, viel angeschreift. Das war sehr reichhaltig. Ja, vielen das Dank kann man so sagen. Für das umfangreiche Gespräch, für das Interesse. Ja, ja. Vielen Dank. Und wann geht es wieder zurück nach Asien? Ja, also für mich ist es immer besser, wenn ich meine Reisepläne nicht im Vorfeld bekannt gebe. Weil die Leute das haben Sie mit Herrn Zelensky gemeinsam, ne? Ja, hast du das auch nicht, oder was? Naja, das ist ja bekannt geworden vorher, dass er nach Deutschland kommen soll. Hat ja mal wieder in Berlin jemand nicht aufgepasst. Mhm. Ihre geliebte Ampelregierung, so professionell wie sie ist. Und deswegen ist das jetzt gerade so ein bisschen Wirrwarr. Ja, ja, es ist ja so, als absolute Persönlichkeiten lebe ich doch am besten im Hier und Jetzt und es ist doch schön, dass jetzt wenigstens die meinten, dass ich gar nicht nach Deutschland einreise darf und ich nach Thailand abgehauen bin, dass die jetzt erstmal mit ihrem Lügenkonstrukt in sich zusammenfallen, wenn sie mich hier bei Ihnen aus den Alsterstudios Alsterfilmstudios sehen dürfen. Ne? Und wir dann ich kann bezeugen, er ist real hier. Es ist, kein, ja. Es ist keine Matrix, es ist kein Trick. Ja. So, dann bedanke ich mich sehr herzlich für den Besuch. Wünsche noch einen schönen Samstagabend. Und wenn ihr in Hamburg seid und nichts zu tun habt heute Abend, ab 20 Uhr werden hier Brettspiele gespielt. Wir kommen also wieder ganz runter auf den Boden der Tatsachen.
Ja, und ich grüße natürlich Ihr Team und die YouTuber und die alle auf Twitch. Ja. Und ich sage auch mal... Und auf Massengeschmack TV natürlich. Massengeschmack TV. Das ist ja auch noch, da sind wir auch live gewesen. Genau. Ja, und ich sage natürlich auch danke zu TikTok, dass trotzdem noch so viel hier geblieben sind und hier im Hochformat das, diesen Livestream angeguckt haben. Ich denke, manche sind auch hin und her geswitcht und haben mal auf YouTube reingeguckt. Ne? Und ja, die Zeit ging schnell rum. Ich hoffe, wir haben wieder etwas bewegt miteinander und dass es euch in euch bewegt. Ich hoffe, ich habe auch Sie auf unterschiedliche bewegt. Art und Weise, wenn ja. Ich den Chat so lese. Ja. Ja, und ich schließe jetzt auch den Stream an euch alle. Ich bedanke mich für eure Geschenke und Herz 5 und Hua Chai Ha. Lang und hoch lebe seine königliche Heiligkeit, Majestät Thomas. Es lebe die Liebe zum Vaterland und zur deutschen Muttersprache. In diesem Sinne, viel Spaß beim nächsten Mal tanken. Tschüss. Elektrisch.